Hallihallo zusammen. Schönen guten Abend. Es sind wieder 2 Wochen vorbei. Wahnsinn. Und jetzt geht's weiter in Saltwick. Das Abenteuer in Kapitel 3. Wir sind schon richtig hyped. Wir haben heute ein paar Anpassungen vorgenommen, sodass wir, dass ihr euch visualisiert seht, welche Charakter wir eigentlich spielen. Die Charakter gemalt hat der Crafting Louis, und in diesem Falle sage ich nochmal herzlich willkommen an Rösti, an Edgy Shrimpy und an den Phil Skajak. Und natürlich unseren wunderbaren Game Master Dero, an dem ich jetzt gern das Mikrofon weitergebe. Du bist glaube ich noch muted, bitte. Entschuldigung. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr heute Abend wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile kennt ihr ja die 4 Gefährten und mich. Wenn ihr aber heute das erste Mal einschaltet, wir sind eine kleine, aber feine Pen-and-Paper-Gruppe, die im Dungeons & Dragons Regelwerk spielt. Für alle, die sich fragen, ja, ey, was ist denn das Ganze? Wir spielen sozusagen eine Geschichte, ein Rollenspiel, wo meine 4 Spieler einen Charakter sich modelliert haben, den sie verkörpern. Sie machen Aktionen und dazu verwenden sie einen 20-seitigen Würfel. Je besser das Ergebnis, desto besser der Wurf und dadurch auch der Output. Eine 1 ist dabei ein kritischer Misserfolg, ein 20 ist dabei ein kritischer Erfolg. Für alle, die heute das erste Mal auch einschalten, wir spielen heute das 3. Kapitel der großen Geschichte um die mysteriöse im hohen Norden liegende Insel Saltwick. Wer sich nun denkt, oh, Kapitel 3, da gibt's ja bereits 2 weitere. Ja, genau richtig. Die findet ihr auf dem YouTube-Channel von Tyajin. Checkt ihn aus, lasst ein Abo da und gönnt euch die ersten 4 Stunden von unserem kleinen Abenteuer. Heute, wie auch schon die letzten Male, wird es auch für die Community einiges geben, was ihr zu dieser Geschichte beitragen könnt. Ich werde regelmäßig im Verlauf der Geschichte einige Umfragen starten. Ihr könnt dort dann abstimmen, wie ihr die Geschichte weiterspinnen möchtet, beziehungsweise was unsere Helden dann erwarten wird. Zusätzlich brauche ich immer wieder Namen, die in dieser Geschichte vorkommen. Auch heute Abend werden einige Namen vorkommen. Deshalb schreibt fleißig in den Kommentaren mit und vielleicht seid ihr der Glückliche oder die Glückliche, die dann das nächste Mal drankommt. Das Ganze war's auch schon eigentlich. Ich darf in dem Fall meine wunderbaren 4 Spieler begrüßen. Und zwar war es den Waldläufer, der mit seinem weißen Wolf Haki durch die Landen von Saltwick streift. Drogal, den Warlock, der mit seiner buckligen Haltung Westfurt bereits einmal in Angst und Schrecken versetzt hat. Lonnie, dem Barden, der hingegen mit seiner abgöttischen Schönheit schon den einen oder anderen Alsterbruder verzaubert hat. Und natürlich Belegol, den Zwergenkleriker, der die Kampfmaschine der Truppe ist. Absolut. Unsere 4 Freunde sind auf der Insel Saltwick gestrandet. Und das letzte Mal war Petri Meergang, der Sohn von Varian Meergang, verschwunden. Verzweifelt wendete sich der Vater an die 4 Helden. Bitte bringt meinen Sohn zurück. Leider wusste aber niemand, wo sich der Aufenthaltsort des Kidnappers wie auch von Petri befand. Deshalb zogen die 4 Recken aus, um Informationen zu sammeln. Im Gasthaus zum Goldenen Krug präsentierte Lonnie eine derart brillante Darbietung, dass sie freie Getränke genießen konnten. Leicht angetrunken gerieten sie beim Verlassen der Kneipe in einen Streit mit einer Stadtwache. Vaas hatte beim Eintritt nach Westfurt nicht die nötigen Papiere für seinen Wolf Haki ausgefüllt. Doch nach einer kurzen Unterredung mit der bereits verbündeten Wachkapitänin Arian war auch dieses Problem schnell gelöst. Sie empfahl den Abenteurern, den Hafen mit seinen vielen Kneipen aufzusuchen.
Was steuerte alleine auf die blaue Forelle zu, wo er statt Information nur eine Auseinandersetzung mit einem Betrunkenen fand? Belegol, Lonnie und Drogal versuchten ihr Glück in der gebrochenen Planke. Der Dunkelelf Velior Krawalle lud sie auf ein Spiel ein. Drogal erkannte aber sofort, dass die Karten von ihm gezinkt waren und entlarvte den Elfen als Kartentrickser. Dieser flehte um Gnade, er habe schon vor einigen Tagen eine Abreibung von den Alsterbrüdern, zwei stadtbekannten Schlägern, wegen seiner Spielereien bekommen. Von ihm erfuhren sie auch, in welcher Kneipe sich die berüchtigten Alsterbrüder am liebsten aufhielten, und zwar der Roten Seeschnecke. Dort angekommen, machten sie mit Ander, einer pragmatischen Wirtin, Bekanntschaft. Nachdem Lonnie auch hier mit seinem lauten Spiel mehrmals die Gäste des Lokales zum ausschweifenden Konsum angeregt hatte, wurde Ander weich und gab ihr kleines Geheimnis preis. Die Alsterbrüder, die zwei üblen Gesellen, lebten mit ihrer Truppe am Rand der Stadt. Kurzerhand machten sich die vier Gefährten auf, sich die Alsterbrüder vorzuknöpfen. Doch die Abendsonne ging langsam unter und gerade als sie im Gasthaus zur Libelle sich einquartieren wollten, kam ein alter Mann auf sie zu. Seine Hüter waren von ein paar Banditen gestohlen worden. Die Gefährten hatten Mitleid mit dem alten Mann und zogen aus, um die Tiere zurückzubekommen. Der Kampf gegen die Banditen war fatal. Und Willibald, der alte Mann, konnte überglücklich nach kürzester Zeit seine geliebten Tiere wieder in den Arm nehmen. Trotz der anbahnenden Müdigkeit entschlossen sich Vaas, Drogal, Lonnie und Belegol, den Kampf mit den Alsterbrüdern zu wagen. Im Schutz der Nacht stürmten sie die Behausung der Schläger und fanden vier betrunkene Raufbolde vor. Ein Bandit wurde im Kampf Opfer der Flammen. Dem Anführer ging es jedoch wesentlich schlechter. Nachdem er von Belegol übel malträtiert wurde, verletzte Lonnie nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Nach diesem grausamen Spektakel ergaben sich die anderen Alsterschläger freiwillig. Nach der Inspektion des Hauses fanden sie den kleinen Petri Meergang im Keller und brachten ihn zurück zu seinem Vater. Dieser war überglücklich und verlieh den vier Gefährten die Ehrenbürgerschaft von Westfurt und lud sie ein, im Haus Meergang eine Nacht zu verbringen. Nun geht die Sonne wieder über Westsaltwick auf. Ein neuer Tag beginnt. Und auch ein neues Abenteuer für unsere vier Helden. Willkommen zurück auf Saltwick. Er steht nun auf frisch und munter auf dem Marktplatz von Westfurt. Ihr seid wieder ausgeruht, ihr seid frisch und munter, ihr fühlt euch gestärkt, mächtiger als je zuvor. Nun gilt es an euch. Möchtet ihr noch irgendwelche Vorbereitungen treffen? Würdet ihr gerne noch irgendwas in Westfurt erledigen? Ich würde gerne... Ach. Genau, danke schön. Regie, Bild... Moment. Oh, sorry. 7, oder? Bild 8 darfst du einblenden. Ich frage mich. So sehen wir auch die ganzen Ortschaften. Wunderbar. Ah, cool. Ich frage mich auf jeden Fall, was der werte Herr Meergang mir eventuell über diese Münze sagen könnte, die ich gefunden habe. Ich habe ihn letztes Mal vergessen zu fragen. Ich glaube, wir sollten, bevor wir weiterziehen, noch einmal schauen, ob er mehr darüber weiß. Gute Idee. Und ich weiß auch nur, dass wir noch nicht in der Bibliothek waren. Ich würde mir gerne da ein paar Bücher ansehen, die vielleicht uns auf der Reise durch Saltwick helfen könnten. Und unbedingt müssen wir noch zurück zu den Elsenhäusern, weil meine Bratpfanne liegt noch neben dem Ofen. Willst du in der Bibliothek vielleicht ein paar Hörbücher haben? Was hast du gesagt? Willst du vielleicht ein paar Hörbücher haben? Soll ich noch lauter reden? Wie willst du? Wir brauchen auf jeden Fall auch Proviant für die weitere Reise. Ich würde sagen, Belegol könnte mit seinem Geld Proviant kaufen. Aber ich bin auch kein Fan davon, mich die nächsten 2 Wochen nur von Bier zu ernähren.
Vielleicht sollte jemand anderes die Einkäufe erledigen. Schon die Einkäufe machen. Bibliotheken sind langweilig und Geschichte ist jetzt auch nicht das Interessanteste. Ich komme mit in die Kneipe. Das klingt eher nach an. Aber wir sollten keine Zeit verlieren und loslegen. Gut, dann was? Suche nach Informationen. Ich suche auch nach Informationen beim Herbergang. Und Beligol und Lonnie, ihr schaut, dass ihr Proviant für die Reise findet. Wir treffen uns dann wieder hier. Gerne. Dann gehe ich jetzt auf zur Bibliothek. Fantastisch. Dann starte ich mal mit Drogal. Du gehst zurück ins Hause Meergang, gehst drauf, ruft der Sekretär von Varian Meergang, erwartet dich noch ein weiteres Mal, geleitet dich hoch und du triffst Varian Meergang im gewohnten Umfeld in seinem Bürozimmer vor ein paar Akten sitzend und er sieht auf und sagt: Oh, werter Herr Drogal, was kann ich für Sie tun? Ein weiteres Mal. Ah, Varian. Ich habe letztes Sie mich Mal noch bitte eine... Meergang. Herr Meergang, letztes Mal war mir noch eine Frage auf der Zunge gelegen, die ich vergessen habe zu stellen. Diese Münze hier, sieht sie sich kurz an. Wissen Sie etwas darüber? Diese Münze? Oh, ja, also, dem Muscheln zu urteilen, kommt sie aus dem Meer wahrscheinlich, vermutlich. Und sie sieht recht alt aus. Es ist nicht das übliche Geld, was wir hier auf Saltwick haben. Es scheint so, als wäre sie aus einem Schiff geborgen worden. Aber ich habe schon lange keine solche Münze mehr gesehen. Besser gesagt, ich habe noch nie so eine Münze gesehen. Aber vielleicht kann Ihnen ja in einer anderen Stadt eine weitere Person helfen. Ich weiß ja nicht, wo sie es sie hinverschlägt, aber es gibt ein paar sehr, sehr weise, gelehrte Menschen hier auf Saltwick. Vor allem, wenn sie Richtung Osten gehen, finden sie einige Städte, die eventuell noch einiges an Informationen bieten könnten. Danke, mein werter Herr. Passen Sie gut auf Petri auf. Wir werden nur wahrscheinlich aufbrechen und Westfurt verlassen. Ja, sehr gern. Sie haben ja die Ehrenbürgerschaft und ich stelle Ihnen auch noch ein bisschen Proviant zur Verfügung. Sie können sich gerne am Marktplatz den nötigen Fisch holen, den Sie möchten. Das ist nämlich nur das Mindeste, was ich tun kann, seit Sie mir meinen kleinen Petri-Meergang zurückgebracht haben. Ich danke Ihnen vielmals. Und ich mache mich dann auf zum Marktplatz und schaue, dass ich Lonnie und Billigol noch erwische, bevor sie was kaufen. Ja, sie stehen noch so an den, Ständen und besprechen gerade, welchen Fisch sie kaufen. Wir springen zu Vaas. Vaas, du kommst an die Bibliothek heran, die Tür geht auf und du siehst schon, dass es eine sehr offene, eine sehr freie Bibliothek ist. Auf der rechten Seite gibt es ein kleines Café, wo ein Topf mit Wasser steht und so diverse Teesorten. Und auf der linken Seite siehst du, wie eine Frau hinter einem kleinen Tresen steht mit einer Wolljacke und einer kleinen Brille auf und sagt so: Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, verehrte Dame. Wie ist denn Ihr Name? Tag. Mein Name ist Frau Jali. Frau Schali, schöner genau. Name. Ich bin auf der Suche nach ein bisschen Informationen über Saltwick. Wir sind hier gestrandet vor einigen Tagen und wir haben eigentlich kaum Informationen über das Land. Ja, der Sturm ist wirklich heftig. Welche Art von Information hätten Sie gern? Wir sammeln vor allem Dokumente über Westfort, haben aber natürlich auch eine gesamt-Saltwicksche Datenbank. Wir können Ihnen Geschichtliches anbieten, aber natürlich auch Geografisches, falls Sie eine Karte möchten oder auch etwas zur Historie von Saltwick. Wir können Ihnen alles geben, aber ein kleines Problem gibt es. Die wirkliche Geschichte von Saltwick wird leider nicht von uns weitergegeben, denn das Urvolk, müssen Sie wissen. Sie schauen nämlich nicht so aus, als ob Sie von hier wären. Tatsächlich das nicht. Das Urvolk der Saltwicker, die sogenannten Skalden, sie übertragen ihre Geschichten und ihre Traditionen nicht in Büchern, was für uns Bibliothekare und Bibliothekarinnen wirklich sehr leidlich ist, denn wir müssen ständig irgendwelche Geschichten dann abschreiben. Okay, das klingt an sich sehr spannend, aber diese Skalden, von denen habe ich noch nie gehört. Wo findet man denn die?
Diese... Überall auf der Insel, wenn sie große, stramme Menschen sehen mit etwas hellerem Haar, dann wird es meistens ein Skalde sein oder jemand, der ein Skaldenblut trägt. Äußerst interessant. Haben Sie auch in der Bibliothek etwas zu den mystischen Tieren hier an dem Lande? Mystische Tieren. Moment, dass sie blättert in ihrem kleinen Registerkatalog und zieht dann so... Ah, ja, genau. Hier, in... ich schreibe Ihnen die Signatur auf. Können Sie lesen? Ja, klar. Sie sind in der Bibliothek, natürlich können Sie lesen. Hier, bitte, die Signatur. Es ist C.10537. Gleich den Gang vorne und dann rechts. Vielen Dank. Ich spurte dahin, weil ich will jetzt endlich wissen, was da ist. Du spurtest dahin. Gut, gut. Du stehst vor dem Regal und dort ist ein kleines Schild angebracht. Mystische Kreaturen von Saltwick. Das ist doch genau das, was ich jetzt gesucht habe, Freunde. Ah, ich bin ja alleine. Selbstgespräch. Der Kerl war zu lange alleine. Ja, ich war echt zu lange alleine. Gut, ich nehme das Buch in die Hand. Was sehe ich da? Okay, du hast jetzt aber mehrere, eine größere Auswahl an Büchern. Ich nehme das dickste, das zerfranzelste, was es gibt. Das zerfranzelste, das dickste. Das Ganze, du siehst dir den Titel an, es ist ein etwas zerfledderter Ledereinband und dort steht die große Reise des Remisius Nirat mit Pflanzen, Bäumen und Tieren, die ich auf meiner Reise gesehen habe. Ach, das ist eigentlich genau das, was ich brauche wahrscheinlich. Vielleicht als Ehrenbürger kann ich dieses Buch sogar mitnehmen. Ich pack's mal ein und gehe vorne zu der Frau Schadi zurück. Sie hat etwas gefunden, was Ihnen entsprechend angepasst ist für Ihre Situation und Ihr Informationsbedürfnis befriedigt. Oh ja, tatsächlich. Zusätzlich zu diesem Buch würde ich noch eine Karte brauchen, was so gut wie es geht Saltwick beschreibt. Ob wenn wir sowas hätten, dann wissen wir auch, wo als nächstes hin. Natürlich, ich könnte Ihnen eine Kohlepause unserer klassischen Saltwick-Karte geben. Leider sind wir aber dazu verpflichtet, eine kleine Gebühr zu erheben. Moment, liebe Frau. Wenn es für Sie in Ordnung wäre, dann würde es noch für Sie 10 Silber kosten. Tatsächlich, liebe Frau, wir sind hier Ehrenbürger. Herr Mehrgang hat das schon deutlich gemacht, dass wir durch das, dass wir seinen Sohn gerettet haben, natürlich solche Sachen mit inkludiert sind für unsere Reise. Sie drückt so ihre Brille so und sieht dich so an und schaut so dein Pin an, so den mehrgangschen Pin und so. Ah, Sie sind die Recken, von dem alle sprechen. Ja, natürlich, würfeln mal auf Überzeugen, Persuasion. Sehr gerne. Persuasion, passt. 14. Wenn das so ist, wir können sicherlich eine Ausnahme für Sie machen und ich schicke dann einfach die Rechnung an den werten Herrn Mehrgang. Das klingt doch nach... Einen kleinen Moment bitte und sie geht zurück und dann hörst du es rascheln und rattern und dann kommt sie mit einer Kohlepause zurück. Du hast jetzt eine Pause von der Insel Saltwick. Uhu! Oh, das ist echt cool. Insel Saltwick. Ich hoffe, ich habe alles für Sie getan. Das Buch habe ich auch dabei. Ja, kein Problem. Ich nehme noch kurz Ihre Personalien auf. Mein werter Herr, wie heißen Sie und wann gedenken Sie, das Buch zurückzubringen? Liebe Dame, mein Name ist Vashelir, der Waldläufer. Vashelir, der Waldläufer, okay. Und wie lange, denken Sie, haben Sie das Buch in Ausleihe? Wahrscheinlich nicht mehr als 1-2 Wochen. Okay, 1-2 Wochen. Gut, dann erwarte ich Sie dann wieder mit dem Buch zurück. Sehr gerne. Vielen Dank für Ihren Besuch. Vielen lieben Dank. Ich gehe zurück an die Tür, wo Haki schon auf mich wartet. Haki, mein Lieber. Ich habe jetzt ein Buch gefunden, wo uns vielleicht helfen könnte, über deine Vorfahren noch ein bisschen was zu erfahren und über die Kreaturen auf der Insel. Ich hoffe, dass du diesmal vielleicht dich traust, mit uns in den Kampf zu gehen. Ich glaube, du bist soweit, lieber Haki. Siehst du noch ins Buch rein? Natürlich, oder? Ich durch das, dass ich jetzt in der Hand halte und ich bin jetzt bei Haki vor der Tür, blicke ich natürlich den... Ich blätter einfach mal kurz durch, ob ich irgendwas finde, auf die Schnelle. Okay, ja, du schaust mal so ins Inhaltsverzeichnis rein und da liest du
kategorisiert in Städte, Landschaften, Bäume, Tiere. Und du gehst einfach mal so zurück zu Tieren und findest so Abhandlungen darüber, wie der Autor Remisius Nirazzo schreibt, dass die Rehe hier einen besonders abartigen Braunton hätten und dass er noch nie so ein hässliches Braun gesehen hat, dass sie ihm vor allem in der Nacht mit ihrem Gebell stören würde. Er könnte dabei seine Zigarre nicht rauchen. Okay. Dann blätterst du weiter und so im ersten Moment findest du nichts zu den Wölfen. Okay. Willst du nochmal genauer ein bisschen nachschauen, ob du noch was findest oder nicht? In der Bibliothek selber? Nein, im Buch. Im Buch? Ja, gern. Einfach mal kurz. Gut, dann würfel mal auf Investigation nachforschen. Ja, gerne. Du blätterst und dann plötzlich siehst du, wieso. Also du blätterst weiter und dann fällt dir auf, dass eine Seite so leicht angekokelt ist. Und du Asche auf dieser Seite auch noch findest, die gerade rausfällt aus diesem Buch. Und auf dieser Seite ist eine kleine Karikatur eines Wolfes und du kannst nur noch so ein bisschen was identifizieren und dort steht so, stehen so in Fragmenten oben: großer Wolf, weiß, hat meine Augen entsprechend belastet, konnte deshalb nicht meine Zigarre genießen, Whisky hat mir dann auch nicht mehr geschmeckt, zu finden aber nur in der nördlichen Hälfte Saltwick. Man sollte sich in Acht nehmen. Sehr gut, das ist genau das, was mich braucht. Dieser Anhaltspunkt. Perfekt. Ich packe das Buch ein in den Beutel, den ich dabei mitführe, ja, und gehe dann Richtung Markt. Okay, wir springen zu den drei Gefährten Beligol, Lonny und Drogal. Ihr steht noch auf dem Markt und Drogal kommt gerade auf Beligol und Lonny zu und ja, ihr habt die Bühne. Gibt es hier irgendetwas anderes als diesen blöden Fisch? Seit Tagen Fisch. Ich kann keinen Fisch mehr sehen. Gute Nachrichten, meine Freunde. Wir kriegen ganz viel Fisch umsonst. Habe ich gerade mitbekommen. Als Nürnberger. Und ich sag's auch extra laut und schau dabei so den Fischhändler neben mir an. Umsonst Fisch für unsere Reise. Von Herr Mehrgang persönlich zugewiesen. Ist das nicht toll? Fisch klingt doch ganz gut. Super. Ja, ich bin auch dafür. Hat er ein Bier gesagt? Ja, wir kriegen auch noch Proviant, Getränke und Essen. Schau schnell in die nächste Kneipe und nehme dir nochmal ein, zwei Bier auf. Freunde, bevor wir jetzt in die nächste Kneipentour gehen, Altstädthäuser. Wir haben noch ein paar. Auf dem Weg sollten wir vielleicht auch nach Rüstungen schauen. In dieses Haus möchte ich nie wieder zurück, ja. Da sind Sachen passiert, die jeder von uns zu verdrängen hat. Ja, nein, das kennen wir nicht. Das, was du da gemacht hast, dafür musst du auch deine Schuld tragen. Das ist dein. Und ich habe auf jeden Fall meine Bratpfanne noch dort liegen und ich denke, wenn ich sie schon nicht als Waffe nutzen kann, dann auf jeden Fall gut zum Fische wenden. Und das werden wir brauchen auf der Reise. Gibt's eigentlich bei den Marktständen irgendjemand, der was anderes als Fisch verkauft? Ja, klar. Also du findest eigentlich alles Mögliche, von Brot über Fisch zu ein bisschen Fleisch, Trockenfleisch. Aber durch das, dass jetzt keine Schiffe fahren, sind schon die Lieferengpässe ein wenig vorhanden. Also man merkt, Westford hätte eigentlich ein wesentlich breiteres Sortiment, hat aber aktuell einfach ein eingeschränktes. Okay, dann ich gehe einfach zum Brotstand und zu den Fleischständen mal so ein bisschen hin und gehe zu den Verkäufern und sag, wir als Ehrenbürger haben von Herr Mehrgang, das Recht bekommen, jeweils einen Teil ihres Proviantes für unsere Reise zu nehmen. Ich fordere es hiermit ein. Ja, kein Problem. Also wenn das der Herr Mehrgang sagt, dann wird das schon so stimmen. Sie haben ja auch das Ehrenbürgersiegel. Dann schicken wir einfach die Rechnung dann an den Herrn Mehrgang. Nehmen Sie so viel Sie möchten, sagen mir einfach dann noch Bescheid, was Sie sich genommen haben und wir regeln das dann. Okay, sehr gut. Ich greife meine Sachen,
und sagt dann, das geht alles auf den Namen Ronald. R-O-N-A-L-D. Ronald. Okay. Keiner der Leute im Hause Varian heißt Ronald, aber ja, wenn sie das sagen, dann wird das wohl stimmen. Das ist richtig. Gut. Haben wir einen Rucksack dabei? Ja, also ihr habt mittlerweile einfach einen Rucksack zur Verfügung gestellt bekommen, so ein klassischer größerer Wanderrucksack. Bei dir ist halt so, dass der Rucksack ein bisschen so überlappt. Allen anderen passt er so. Ist er bei ihm oder nicht? Er kriegt so eine Kinderschultüte. Ist einfach eher dann noch ein größerer Rucksack und dann hinterm Rucksack nochmal der größere Hammer. Ja, genau, so ungefähr. Okay, das stelle ich mir witzig vor. Also wohlgemerkt, ich zähle jetzt nicht nach, was ihr mitnehmt oder sowas. Nein, ich schätze das einfach nur so ab, was ihr ungefähr realistisch tragen könntet. Ja. Also halt so von jedem so ein bisschen Fleisch, halt ein bisschen Brot, so. Richtig, dass wir ein bisschen was zum Essen haben für die nächste. Rechnen wir das als Tagesproviant einfach, oder? Ja, so. Ja, so dass es halt 2-3 Tage lang für uns. Ja, genau. Ich hätte auch gesagt, jeder schnappt sich 2-3 Tage Proviant. Genau. Das klingt doch gut. Okay, also ich würde grundsätzlich auch dasselbe machen. Ich würde zum Händler gehen, egal, Fisch, Fleisch ist mir eigentlich, was gerade am nächsten ist, und ein bisschen Brot, und würde mir auch 2-3 Tagesrationen holen wollen. Pack meine Schultüte auf. Okay, ja. Ja, ihr macht das. Ihr füllt euch die Beutel voll, sprecht dann nochmal mit dem Händler und die Sache ist geborgt. Perfekt. Wollen wir noch schauen, ob es auf dem Marktplatz irgendwo Rüstungen oder irgendwas in der Art gibt? Okay. Ich als Bade brauche keine Rüstung. So ein bisschen stärkere Rüstung wäre schon gar nicht so schlecht. Obwohl es mich dann von der Bewegung einschränkt. Ich weiß nicht. Bin mit meiner eigentlich ganz zufrieden. Ihr könnt noch etwas einkaufen gehen. Ich muss noch etwas erledigen. Ich bin gleich wieder da. Ich würde gerne zur Ariane laufen, zum Hauptmann-Gebäude. Das ist die linke Brücke, war das, ne? Genau, die rechte Brücke, also die zweite Brücke auf der rechten Seite dann. Okay, genau, da würde ich gerne nochmal hinlaufen mit zur Ariane. Ja, du gehst hin und sie ist wieder an ihrem Posten und sagt so, werter Herr Drogal, was kann ich für Sie tun? Hallo, Ariane. Wir ziehen zwar weiter, aber das hält uns nicht davon auf, noch ein paar Gefangene zu nehmen. Wir hatten letztes Mal unsere Handschellen nicht wieder bekommen. Um weiterhin diese Flüchtlinge in den Schach zu halten, wäre es doch ganz gut, wenn wir nochmal ein paar bekommen. Natürlich, selbstverständlich, wenn Sie noch ein paar Gefangene finden auf dem Weg, dann können Sie sie natürlich jederzeit abgeben in der nächstgrößeren Stadt. Hier bitte, hier haben Sie noch einmal 6 Stück Handschellen. Damit könnten Sie sicher noch weit kommen, mein werter Herr Drogal. Vielen Dank und noch eine gute Zeit hier in Westfort. Ja, sehr wohl. Ihnen auch. Gut, ich begebe mich jetzt zurück zum Marktplatz. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt dann mit Belegol mal ein bisschen Rüstung shoppen, dass er wenigstens ein bisschen... Ich wundere mich ein bisschen darüber, dass Drogol einfach was zu tun hat, aber ich mache mich auch... Ich fühle mich so ignoriert und deswegen gehe ich meine Bratpfanne holen inzwischen. Du hast einen Hund, du bist nicht alleine. Ja, genau. Also, aufgezeichnet. Warst du läufst raus in Richtung Stadt und kommst zu dem Schauplatz des Verbrechens von gestern Abend. Es sind noch die gekippten Krüge, Bier liegt noch rum und du findest tatsächlich noch in der Esche deine Bratpfanne. Perfekt. Nimm den Luststab mit. Der Luststab liegt auch noch auf dem Tisch, also der liegt noch wie er dort war, unter dem Alsterbruder, einfach gemütlich. Ich steck ihn zur Sicherheit mal ein. Ja. Wo steckst du ihn ein? Ja, genau. genau, Lonnie, genau. Aber er weiß nicht davon, dass ich es mit hab. Das wird eine schöne Überraschung. So, wie steht's denn um die anderen? Was hättet ihr denn gerne? Oder was sind gerade? Genau, ihr seid jetzt auf dem Weg zu Belegol. Entschuldigung, zum Marktplatz. Und ihr findet auch einige Händler. Was habt ihr euch denn vorgestellt, was ihr denn so an Ausrüstung gern hättet? Also ich nichts, ich bin nur als
sympathische Bekleidung für Bedegold dabei. Um aufzupassen, dass er nicht alles ausgibt. Richtig. wie viel Gold haben wir denn überhaupt? Bedegold ist hat einiges. Es sind ungefähr 10 Gold, 200 Silber in der Bank eingesperrt. 10 Gold und 200 Silber. Also 12 Gold. 30. Also ein Gold sind 10 Silber. Ja, dann sind ungefähr 30. Ich hab dich nur abgehakt gehört, sag nochmal. Dann sind es ungefähr. Dann sind es ungefähr 30 Gold, die wir haben. Mhm. Puh. Ich würde mich nach leichten bis mittelschweren Rüstungen umschauen und sonst auch nach irgendwelchen Gegenständen mir interessant erscheinen. Okay, du gehst zu einem Schmied und da ist so ein ganz normaler Schmied, nicht mega gebaut und hat einen leichten, so einen leicht gekräuselten Schnurrbart und er sagt so, oh mein Zwerg, was kann ich für Sie tun? Suchen Sie eine Rüstung oder ein neues Schwert? Ach, ein Schwert brauche ich nicht. Sehen Sie meinen Hammer, der reicht für alle Fälle. Da, hervorragend. Aber eine Rüstung. Eine Rüstung klingt sehr gut. Was hätten Sie denn gern für eine Rüstung? Was haben Sie denn im Angebot? Ja, eine gefütterte Rüstung, eine Lederrüstung, eine beschlagene Lederrüstung, Fellrüstungen, Kettenhemden, Schuppenpanzer, Brustplatten, Plattenpanzer. Wir haben eigentlich ein recht breites Sortiment, was die Rüstungen angeht. Ja, mein Herr, ich gesiegt sich aus. Für mich wäre eher eine Lederrüstung oder ein Ketten etwas, was in Frage kommt. Okay, eine Ketten, ja, also eine Lederrüstung. Was haben Sie sich denn so preislich vorgestellt? Ah, wir sind leider auf kleinem Budget. Was haben Sie denn zur Verfügung? Also die Lederrüstung, die könnte ich Ihnen für, sagen wir, 25 Gold anbieten. Da grätsche ich gleich rein, werter Herr Schmied. Wissen Sie nicht, wer gerade vor Ihnen steht? Das ist der mächtige Krieger Bedegold. Der stärkste Kämpfer, der je gelebt hat. Es wäre eine Ehre für Sie, wenn er Ihre Rüstung anzieht. Aber sehen Sie nicht das Ehrenwappen bei ihm? Ja, ich sehe das und das deshalb auch den Preis. Aber um ehrlich zu sein, wenn er der stärkste Krieger überhaupt ist, warum hat er dann keine gute Rüstung? Scheiße. Moment. So weit habe ich nicht gedacht. Ich war schwimmen und musste meine Rüstung da leider zurücklassen. Deswegen bin ich auf der Suche nach einer neuen. Dann wäre es mir durchaus eine Ehre, für Sie zu arbeiten. Aber die 25 sind schon Ehrenbürgerpreis. Also weiter runter kann ich einfach nicht gehen. Ihr Name, guter Mann. Würfel mal auf überzeugen. Okay, Moment, muss ich kurz raussuchen. Persuasion. Okay. Ja, 20 plus 7. Ja, gut. Sogar ein Crit in dem Fall. Ja. Sehr gut. Er räuspert sich nochmal und so. Ja, gut. Wenn das so ist, die Ehrenbürger, aufstrebender Stern am Kampfeshimmel, vermutlich. Ja, gut, wenn sie wirklich meine leichte Lederrüstung tragen möchten und ich das Wappen auf den Oberarm noch einbrennen darf, dann gebe ich sie für 20 Goldstücke. Ich schaue zu Lonnie und meine, das erscheint mir immer noch recht viel. Das war ein Crit. sagen wir 18 und es ist ein Deal und wir werden ihren Namen in sämtlichen Städten, die wir finden, lautpreisen, dass Bedegold, der mächtigste Krieger aller Zeiten, eine Rüstung von ihnen trägt. Ah gut, okay, 18. 18 ist gebombt, ja. Ich schaue in meine Taschen und suche nach dem Gold und dem Silber und lege es ihm auf seinen Amboss. Okay, gut. Er sagt, okay, einen kleinen Moment und dann macht er noch sein Schmiedelogo fertig und drückt es noch in den Teil der Schulterplatte rein und es ist so ein kleiner Fisch mit einem Schwert in der Flosse und er gibt ihr dann die Rüstung und sagt mit besten Grüßen von Hemi Schmiedorson. Und die Lederrüstung ist jetzt Rüstungsklasse 11 mit dem Grundwert plus dein Geschicklichkeitsmodifikator.
Und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob du gerade eine Fehlinvestition getätigt hast, weil du hast eigentlich relativ viel Grundarmor, soweit ich mich erinnern kann. Au. Oh. Ja, notfalls kriegt's einfach ein anderer. Aber die hat 11 plus Dexterity. 11 plus Dexterity, genau. Plus dein Dexterity-Modifikator. Also der ist bei dir 0. Und du trägst quasi schon eine 16er Rüstungsklasse. Also es hat die hat im Endeffekt der Handel nichts gebracht. Doch, jetzt kriegen wir weniger nice. Geld. Weniger Geld, nice. Ja. Wo? Gerade mit 20 gewürfelt? This has been the worst trade deal. Das history, sind maybe ever. Unser business. Geld, unser Geld. Ich zieh die Rüstung trotzdem an und bin stolz, dass ich eine Rüstung habe. Passt so gut zu Lonnie. Ey, ich hab das so runtergehandelt. Der ist ja kleiner als wir. Niemand kann diese Rüstung tragen. Nur er. Nein, nein, das ist eine magische Rüstung. Okay. Hemisch Midorson hat das schon so angepasst, okay, dass sie größenverstellbar wäre. Ist das, okay, ist das dieselbe Rüstung, die ich auch trage? Leather, Light, Base, ja, genau, AC-11? Richtig. Okay, ja, ja, super. Hätte ich gesagt, wir müssen irgendwo ein Kind kidnappen und das als Krieger ausbilden. Aber du weißt schon, dass... Wir leider auch nicht. Dass du dann schwächer wirst, wenn du die Rüstung trägst. Nicht mein Problem. Ey, vielleicht können wir sie irgendwann mal eintauschen. Ja, ja, wir gehen einfach zum nächsten Schmied und verkaufen sie für 25. Clever, lass es versuchen. Ich glaube, das können wir nur in einer anderen Stadt machen. Inzwischen stoße ich auf. Inzwischen bin ich auch wieder im Marktplatz. Oder? Okay, ja, ja. Du triffst deine Gefährten auch gleich wieder. Die sind so ja ein bunter Hund. Die findet man schon. So, meine Leute. Freunde. Lasst uns aufbrechen, oder? Wer von euch hatte denn noch ein paar Handschellen für die Banditen hingelegt, die wir letztes Mal abgegeben haben? Warst das nicht du, warst? Ich glaube ja, dass ich zwei Handschellen gebraucht habe. Also ich habe keine mehr. Gut, dann hier, nimm diese und ich gebe dir zwei. Danke. Zwei Paar. Danke, mein Freund, und klopf dir auf die Schulter. Ich würde noch ganz gern auf Perception werfen, bevor wir weitergehen. Hm? Ob mir irgendwas auffällt, ob es hier irgendwelche, also auf dem Marktplatz besonderen Gegenstände gibt, die vielleicht nicht von hier sein können. Blut. Okay, Würfel auf Perception und Wahrnehmung. Ich habe eine 21 mit Modifikator. Modifikator, gut. Du siehst dir jeden Stand ganz genau an. Und dir fällt auf, dass es sich teilweise um besonderen Fisch handelt. Fisch, der nicht aus dieser Region stammen kann, denn alle anderen Fischhändler haben nicht diesen einen Fisch. Und okay, der fällt dir einfach auf. Das ist das, was du findest. Sonst sind das einfach ganz normale Marktstände. Okay, ich drehe mich zu was und frage, du kennst dich doch mit Tieren und sowas gut aus. Oh ja. Dieser Fisch da drüben, der kommt mir irgendwie komisch vor. Den habe ich... Irgendwie passt da was. Den habe ich doch... Ich hoffe, von Fisch zu reden. Moment, Moment, wartet mal. Ich nehme ein Buch raus und blätter nach Fischen. Also ich lache wirklich, als ich höre, dass Billy Gold etwas sagt, der Fisch kommt mir komisch vor. Ich meine, die Handelsrouten sind zusammengebrochen. Und die haben hier frischen Fisch, der nicht von hier kommt, oder? Auf jeden Fall habe ich sowas noch nie gesehen. Der sieht fishy aus. Schon komisch. Nice one. Ich blätter im Buch, ob ich was finde über den Fisch. Mhm. Okay, gut. Du blätterst im Buch. Würfel aber zuerst mal, ja, um gerne überhaupt zu erkennen, um was die Charakteristika dieses Fisches sind. Ja. Würfel mal auf Animal Handling. Ja, gerne. Das ist Nature. Sorry. Weil Animal Handling wäre, wenn du mit dem Fisch sprechen möchtest. Hallo, oh, hallo, wo Fisch? Kommst du eigentlich her? Woher kommst du? Interview mit Mikrofon. Ja. 14. Blub, blub. 14, okay. Ja, du erkennst, dass dieser Fisch überraschend dunkle Flossen hat. Mhm. Und du suchst dann in deinem spannenden neuen Buch die entsprechenden schwarzen Flossen. Billigung. Und dort steht in einem kleinen Eintrag schwarze Flossen, Schwarzdornfisch,
Schmeckt nicht gut, schmeckt eher wie eingeschlafene Füße, möchte lieber Nudeln. Belegol, du wirst mir nicht glauben, was es mit dem Fisch aus sich hat. Nein. Er schmeckt tatsächlich nicht gut, kauf ihn nicht. Iss ihn nicht, denn er schmeckt nach stinkenden Füßen. Und dann wischst du nochmal so über eine kleine dreckige Stelle und es steht in Klammer, sehr teuer dort. Und tatsächlich sei er auch ein bisschen überteuert, steht in meinem weißen Buch. Also, wir lassen lieber die Finger davon. Aber woher, steht auch, wo der Fisch gefangen wird? Dass man circa weiß, woher der Angler herkommt. Ihr könntet auch den Fischhändler fragen. Ja, aber so viel. Komponieren in der Zwischenzeit ein kleines Lied über Belegol und was die Fischliebhaber. Ja, das, das beflügelt die anderen auch ein wenig. Ihr fühlt euch entsprechend wohler bei dem Klang. Okay, wir gehen zum Markthändler hin und fragen: Ja, dieser Fisch ist doch sehr exotisch. Woher kommen Sie denn her, lieber Herr? Ja, also ich bin fahrender Händler und ich fahre dann ständig zwischen Westfurt und Esterbrook hin und her und mache einen Zwischenhalt beim Süd-Saltwick-Hafen. Der ist so in der Mitte von der Insel. Und der Fisch, auf den sie gezeigt haben und mit ihrem Freund drüber gesprochen haben, ja, da haben sie recht, das ist so ein Schwarzdornfisch. Und der ist wirklich die Top-Qualität. Der sehr rar, sehr exquisit, hat einen vortrefflichen Geschmack, muss ich sagen. Und der Jung, der kommt ganz, ganz frisch von dem Süd-Saltwick-Hafen. Ich bin in Windeseule mit meinem kleinen Pony Betsy von dort nach dir hergereist, denn der Fisch hält sich nicht lang. Ist er deswegen so teuer? Ja, genau, deshalb ist er so teuer. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall einen mit. Wir haben ja noch einen Freibrief für die Fische hier. Ja, gut, aber mehr als einen kann ich euch nicht geben. Ja, okay, dann nehmen wir zumindest einen mit. Ja, ihr nehmt einen von diesen Grau. Ich lass mal kurz Haki dran schnüffeln. Ja, der Haki wedelt dann freundlich und freud erfüllt mit dem Schwanz. Also es scheint so zu sein, dass der gar nicht mal so schlecht ist und dass einfach der Autor dieses Buchs keinen wirklichen Gusto hatte für diesen Fisch. Also die persönliche Präferenz ging in dem Fall weit auseinander mit der generellen Meinung. Okay. Das sind ja super Anhaltspunkte. Ja, liebe Leute, sollen wir denn langsam aufbrechen? Ich glaube, Westfurt haben wir jetzt gesehen und es wird, glaube ich, Zeit für die nächste Stadt. Uhr ist es eigentlich? Also tageszeitmäßig? Ihr seid recht früh aufgestanden. Ihr sitzt so Nachmittag herum. So Mittag, Nachmittag. Früher Nachmittag. Rentiert sich dann noch überhaupt weiterzugehen oder warten wir auf den nächsten Morgen? Ja, wir brechen schon auf, natürlich. Gehen wir los. So viel ist vom Tag. Wir sehen ja alle in der Nacht. Wir haben ja alle gute Augen. Ich würde aber noch gern, ich habe letztes Mal einen goldenen Kelch bei den Schlägerbrüdern gefunden. Ich würde gern den einfach mal nochmal anschauen, ob es auffällt oder einschätzen, was der wert ist. Gehst du dabei zu einem Händler oder willst du das selbst einschätzen? Ich möchte es selbst einschätzen. Okay, dann würfel mal auf Investigation, auf Nachforschen. Wir sehen das ja alle, oder? Also ich sehe das auch gerade. Dann würde ich da auch einfach immer gern mal drauf würfeln. Also wie viel, um zu gucken, wie viel der wert ist. Ich glaube, das ist das billigste Klump. Der ist 4 habe ich geworfen. Ja. ich würfel auch schon immer drauf. Ich will auch mal drauf würfeln. Auf was muss ich würfen? Investigation, Nachforschung. Aha, das ist ja, okay, ein Kelch. 7 plus 4. Okay, ich werde auch nicht viel schlauer draus. Ja, ihr kratzt so ein bisschen dran, ihr haucht ihn an, denkt so, ja, könnte ein Silberkelch sein und ist ein Kelch. Kelch, also ist ein Kelch? Der wird, ist tatsächlich ein Kelch? Kann man ja, daraus trinken vermutlich, auch? Genau, man kann daraus trinken, der wird vermutlich so ein bisschen silberwert sein. Krasser Kelch. Alles. Kann daraus trinken, kann man als Hut tragen, passt. Genau, ja. Ja, nein, für den Hut ist zu klein, also das wäre ein sehr, sehr kleiner. Belegol kann ihn als Hut tragen. Belegol, ja. Warte. Gut, lasst uns aufbrechen. Als Fingerhut. Lasst uns aufbrechen, aber wohin ist die Frage? Ja. Ha, ich habe ja zum Glück eine Karte. Ich schau mal kurz nach, was die nächstgelegene Stadt ist.
So. Du öffnest die Karte und siehst, dass ihr euch ganz im Westen befindet. Mhm. Und dass die nächstgelegene Stadt sozusagen der... Ach ja, Leute, ich habe übrigens jetzt eine Karte. Genau, ja. und zwar Smallhafen ist. Oh. Ein kleiner Ort südlich der Insel, am südlichen Teil der Insel. Ich wollte eigentlich eher nördlich gehen, aber das ist näher. Also es macht schon Sinn, dass wir zuerst dorthin gehen. Okay, also du erkennst auch die Karte. Also du siehst dir die Karte an. Mhm. Und du siehst Westford, ganz im Westen natürlich. Mhm. Dann siehst du dort einen großen Berg, relativ zentral. Mhm. Und von diesem Berg geht in den Westen hinein eine Bergkette. Die ist angeschrieben mit den Wolfszähnen. Der Berg ist angeschrieben mit Morgenbrecher. Morgenbrecher? Ja, genau. Sehen wir Easterbrook? Also ihr... haben wir die Karte eigentlich gerade in dem passenden Format, Regie? Ich schaue gerade kurz. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher, sonst können wir es gerade auch mal einblenden, sonst erkläre ich einfach weiter. In der Zwischenzeit... Im Norden seht ihr auf der Karte so ein großes bewaldetes Stück. Und dort ist auch ein entsprechender See mit einem Fluss. Und ihr seid auf dem unteren Teil der Insel bei Westford, wie gesagt, ganz im Westen. Dann weiter östlich seht ihr so kleine Hügel eingezeichnet mit einem weiteren Fluss oder mit der Erbar, die sich dann am Ende in Ost- und West-Erbar teilt. Dort seht ihr auch die Süd-Saltwick-Stadt. Gegenüber dieser Süd-Saltwick-Stadt auf einer kleinen Ausbuchtung seht ihr Smallhafen. Wenn ihr dann weiter nach Osten geht, seht ihr einen größeren Wald und hinter diesem Wald findet ihr Easterbrook, die größte Stadt auf der Karte. Easterbrook ist die größte. Genau, Easterbrook ist die größte. Vom Morgenbrecher, von dem Berg rechts zentral, gehen mehrere Flüsse aus. Und zwar einmal war es die Ilba und das andere Mal ist es die Ester. Die Ester, aber die Ester... Die Ester, genau. Also okay. Ihr habt die Ilba, die durch Westford durchfließt, ja, und die Ester, die durch Freiwacht und Easterbrook fließt. Die Ester trennt sich dann auch irgendwann mal in die Erbar. Aber die Map bekommen wir wahrscheinlich nächstes Mal. Genau, richtig. Die seht ihr dann das nächste Mal ganz genau. Und Freiwacht, eine weitere Stadt, befindet sich auch an der Ester, aber an einem höheren Teil. Der Norden ist recht zart besiedelt und dort findet ihr eigentlich hauptsächlich Wald und kleinere Ortschaften. Liebe Freunde, Drogal, Belegol, Lonnie, was sind eigentlich eure Beweggründe hier zu sein? Wohin wollt ihr eigentlich gehen? Nur hier, um meinen Ruf und meinen Namen als Baden zu verbessern. Dir ist es grundsätzlich egal, ob du jetzt allein bist oder mit in der Gruppe? In der Gruppe mit Leuten, die spannende Geschichten erzählen, ist es immer einfacher, Inspiration zu bekommen. Mhm. Ich bin auf einer göttlichen von meinem Gott Mogadin. Ich bin auf der Suche nach meiner Streitaxt, die Orks uns vor hunderten Jahren entwendet haben. Ich habe kein wirkliches Ziel, deswegen lässt mich treiben. Und ich glaube, am besten lässt mich treiben mit Leuten. Immer wieder in Gefahr geraten. Hör ich nur ein bisschen abgehakt oder die anderen noch? Er ist ein bisschen abgehakt. Immer dein Mikro näher ran oder so. Mal schauen, jetzt besser? Jetzt gerade was? Ja, bis jetzt. Ja. Ich kann auch immer da nicht liegen, sorry. Ja, perfekt. Ja. Mein Ziel ist es, mehr Wissen zu erlangen. Der Sturm kommt mir komisch vor. Er ist länger, als er sein sollte. Selbst die Seemänner finden komisch, was hier losgeht. Ich glaube nicht, dass der Sturm reine natürliche Weise entstanden ist. Ebenso das Geheimnis dieser Münze mit den Muscheln. Es ist aus dem Meer. Vielleicht hat das einen Zusammenhang mit dem Sturm. Also wir reden jetzt unterdessen wir nach Small
Nach Smalhafen gehen. Smalhafen gehen, okay. Also ihr habt euch in Bewegung begeben, mhm, ihr lauft jetzt durch die, okay, durch die Lande, eben durch dieses Hügelland. Es ist ja, Smalland ist eine sehr hügelige Landschaft mit einigen kleineren Wäldern, aber nicht sonderlich irgendwie dichten. Und ihr geht einfach weiter entlang. Zuerst der Ilva, quert dann die Ilva und geht dann immer weiter rein ins Landesinnere. Ganz kurz, gerne weiterzählen, ja? Ja, lieber was sind deine Beweggründe? Du siehst hier Haki. Ich hab auf der anderen Insel, wo wir gestartet haben, habe ich mitbekommen, dass es noch weitere weiße Wölfe gibt. Und die will ich finden. Ich will Hakis Familie finden. Ich will mehr darüber erfahren, was es mit den mystischen Tieren auf sich hat. Vielleicht sind es die Verwandten von Haki, vielleicht auch nicht. Wie stellst du dir das vor? Gehst du hin und fragst freundlich oder schreibst einen Brief? Du hast vielleicht nicht mitbekommen, aber Tiere verstehen meine Worte, lieber Lonnie. Ah ja, glaube ich immer noch nicht dran, aber vielleicht kannst du es ja mal unter Beweis stellen. Drogal, was ich ganz komisch fand, du streifst durch die Landen, um Wissen zu erlangen, aber gehst nicht in die Bibliothek. Das Wissen, was ich suche, findest du nicht in der Bibliothek. Was jeder in der Bibliothek lesen könnte, wenn es das wäre, was ich suche, dann würde diese Welt ein durchaus chaotischer Platz sein. Normalen Menschen können die Macht meistens nicht damit umgehen. Aber kleiner Tipp von mir, vielleicht können dir die Skalden helfen. Das sind die Ureinwohner hier aus Saltwick. Das habe ich von der Bibliothekarin erfahren. Die schreiben irgendwie die wahre Geschichte von Saltwick. Ich wusste jetzt nicht, was ich weiter nachfragen kann oder wo ich nachhaken kann, aber vielleicht hilft dir das ein bisschen weiter. Danke dir auf jeden Fall. Ich glaube, dass dass ich näher an mein Ziel komme, wenn wir Aesterbrook erreichen sollten. Mein Gefühl sagt mir, dass wir dort weitaus mehr Informationen über diese Geschehnisse erlangen können. Die wahre Geschichte. Aesterbrook ist im Osten, ja. Was ist im Norden nochmal? Was ist im Norden? Der Norden. Nichts, okay. Also Norden ist im Norden. Also viel Wald, viel Gebirge, ein paar kleine Orte. Aber wirklich der besiedelte Teil ist eigentlich der Süden der Insel. Okay. Marian Mehrgang hat mir auch gesagt, dass ich im Osten mehr über diese Münze finden kann. Ich bin mir ziemlich sicher, wir sollten uns bald nach Aesterbrook aufmachen. Ja, dann laufen wir auf jeden Fall weiter. Meine Wege verschlagen mich eher in den Norden. Ich habe in dem schlauen Buch gelesen, dass ich jetzt nicht unbedingt zu 100% vertraue, dass sich dort die Wölfe aufhalten. Aber wie gesagt, es kann natürlich auch Fehlinformation sein. Der Schreiber dieses Textes, dieses Buches, scheint ein ziemlicher Trunkenbold zu sein. Aber wer weiß. Eine Spur ist eine Spur. Das mit der wahren Geschichte klingt interessant. Vielleicht sollten wir wirklich schauen, dass wir einen von diesen Skalden finden. Während ihr so durch die Landen streift, geht natürlich der Tag ins Land und es wird immer dunkler. Und ihr streift so hin und her und verliert dann langsam die Orientierung, trotz Karte, und es wird dunkel. Es wird immer dunkler. Das Rauschen des Meeres ist mittlerweile auch verstummt. Ihr seht nur noch Land um euch. Und als ihr dann so im Schein der Dunkelheit euch noch langsam ein paar Schritte vortappt, um ein Nachtlager zu suchen, seht ihr am Horizont, beziehungsweise in eurer Nähe, also nicht ganz so weit weg, seht ihr ein paar Lichter aufflackern. Hm. So viele bunte Farben. Ist das eine Stadt oder? Oder bunte Farben? Naja, kann es sein, dass es irgendwie eine Stadt oder sowas in der Nähe ist, oder ist das einfach so mitten im Nichts? Mal, ihr schaut euch um und ihr seht jetzt nichts, also. Okay. Wie weit ist das weg, circa? Ja, so 200 Meter, 300 Meter. 200 Meter, okay. Ich würde mal genauer drauf schauen, ob ich irgendwas. Also, du meinst bunte Farben, es kommt. Bunte Farben, ja. Vor. Rot, blau, ob's gelb, grün. Magischen Hintergrund hat eventuell. Ja. Dann willst du wissen, ob es einen magischen Hintergrund hat, oder willst du dir quasi einfach mal
die Lichter etwas genauer ansehen, so mit zusammengekniffenen Augen. Ich würde schauen, dass ich genauer hingucken kann. Okay, dann, ja, dann schau mal, genauer hin und würfel auf Investigation. Nachforschung. 18 plus 2, 20. Du schaust so hin und du siehst, dass die Lichter, die aufflackernden, so tanzend sind. Du siehst, wie sie so durch den Wald, der sie umgibt, rumgeistern. Und dich packt auch ein wenig die Neugier. Wie verhält sich Haki? Haki wedelt interessiert mit dem Schwanz. Okay. Wir sollten uns das mal genauer anschauen. Und während ich sage, gehe ich auch schon so fast automatisch ein bisschen auf die Lichter zu. Ich stapfe hinterher. Ja. Ihr stapft alle hinterher. Ja, okay. Ich stapfe auch hinterher. Ihr kommt jetzt näher dem Wald und plötzlich tanzen Irrlichtern in allen Farben um euch herum. Und die Irrlichter gehen so immer so ein bisschen weiter tiefer in den Wald und euch packt die Neugier noch ein bisschen mehr. Und denn plötzlich ertönt aus dem Forst Musik. Ihr schlagt euch so durch das Unterholz und plötzlich steht ihr auf einer Lichtung. Auf der Lichtung wirbeln die Irrlichter von vorhin wie wild im Kreis umher und ihr seht auch einige Feen. Und eine kommt zu euch und sagt so: Oh, wir haben Besuch bekommen, ein paar Menschen. Kommt her, legt eure Waffen nieder und feiert mit uns. Keine Angst, wir tun euch nichts. Wir sind heute richtig in Partylaune. Heute ist nämlich Fayday. Also das sind schon so kleine Elfen, oder? Das ist ja, jetzt das nicht ist so irgendwie... So winzig, so die okay, sind okay. Größer. Kann ich irgendwie die Szene wechseln? Du kannst auf Bild... 13? Ja, genau, Bild 13 wechseln, dankeschön. Ich drehe mich zu was und frage ihn, steht in deinem Buch irgendwas über diese Kreaturen, was wir wissen sollten? Ich kann gerne nachschauen. Ich blättere kurz durch, weil wir haben ein bisschen Zeitdruck, oder? Ja, du genau. Und die Elfe schwirrte zu dich und sagt, komm, nicht lesen, tanzen. Kommt schon, tanzt mit euch, Leute. Komm, Angst, wir tun euch schon nichts. Lasst uns tanzen. Los, komm, lass uns tanzen. Ich pack meine Laute aus. Ich fange an, ein lustig, fröhliches Lied. Und sie wut, aber sagt dann so, hey, um richtig in Stimmung zu kommen, geht dorthin. Und sie zeigt auf einen Baum, leckt an diesem Baum. Er ist der Baum der Wunder und er wird euch beflügeln. Bitte was? Komm mit zum Baum. Komm einfach zum Baum. Du wirst dann schon merken. Ich laufe begeistert zum Baum. Und läuft begeistert zum Baum und sie kommt mit dir mit. Und sie sagt so, ja, nun zwack, am Baum lecken. Und sie leckt wirklich so einmal so am Baum entlang. Und dann siehst du nur, wie die Elfe so kurz vibriert. Und dann kommt ein, oh ja, jetzt geht's los. Komm schon. Du leckst auch an dem Baum. Du leckst an dem Baum. Ich leck auch am Baum. Du leckst am Baum. Es durchzuckt dich kurz der bittere Geschmack des Baum der Wunder und dann geht's ab. Adrenalin schießt durch deinen Körper und du siehst Farben, du schmeckst Töne und du beginnst zu tanzen. Also ich sehe, dass es ihm gut geht. Tanz ein bisschen, komm. Dir fantastisch. Hinterher. Ich mach mit. Du gehst hinterher und du machst mit. Ja. Auch dir wird für einen kurzen Moment schwindelig und dann öffnet sich dir eine ganz neue Welt an Farben, Gerüchen und Geschmäckern. Und du siehst einen, wie ein Hirsch aus dem Dickicht tritt und du beginnst den Hirsch anzutanzen, nimmst ihn an seinen Hörnern und tanzt lasziv mit dem Hirsch. Der Hirsch hat Freude, du hast Freude. Währenddessen hat Belegol seinen Riesenhammer in die Erde gebohrt und beginnt an dem Hammer zu poltanzen. Die Feen jubeln alle. Zwerg, go. Und ihr beide, was? Ich lach mich ins Fäustchen und sag, diese Bäume, die kennen wir Elfen. Und dann kommt so eine weitere Fee zu dir mit so einem kleinen Stück Rinde und drückt sie so im Gesicht. Einfach einmal schlecken. Für mich heute nicht. Aber Drogal, du kennst das noch nicht. Ja, ich nehm die Rinde in die Hand und... Schleck's dran. Komm. Das ist nichts, was mich ansatzweise interessiert, solche unnötigen Zeitverschwendungen. Ich würde die Rinde gerne mit
Taschenspielerei, ja, die dann einfach in Brand stecken und auf die Seite legen. Und okay. Und du zündest die an und plötzlich, als du sie anzündest, kommen alle Elfen so rüber und wirbeln so über den Dampf und so. Oh yeah, nochmal eine Dröhnung, richtig nass. Und da tanzen sie noch heftiger. Gut, als ich das merke, werfe ich dann auch weg von mir, dass die Elfen von mir weggehen. Ich suche mir irgendeinen Baumstumpf oder so, wo ich mich hinsetzen kann und beobachte tatsächlich sehr gern die Elfen und will mir das genauer anschauen, ob ich da... Also quasi studieren ein bisschen. Der Beat wird immer härter, die Party geht immer mehr ab. Lonnie klimpert, was das Zeug hält. Belegold tanzt um sich, wirft seinen Bart durch die Gegend. Sie haben die beste Zeit ihres Lebens und die Stunden ziehen ins Land. Was sitzt nur mit verschränkten Armen dort, hört von alle paar Sekunden von einer Elfe, dass er ein Spielverderber wäre und dass sie sowas von Elfen eigentlich nicht erwarten. Um dich herum schwirren auch ein paar Irrlichter, die dir ein bisschen Licht geben, und der Beat dröhnt weiter. Und ihr fragt euch, wie können Elfen überhaupt so einen Beat, Feen so einen Beat erzeugen? Und das ganze Spektakel geht bis in die tiefen Morgenstunden rein. Irgendwann einmal ist Vaas und Drogal eingeschlafen. Lonnie und Belegol, ihr tanzt bis tief in die Nacht. Und am nächsten Morgen ist das ganze Spiel vorbei, die Elfen sind weg. Ihr beide, Lonnie, Belegol, ihr wacht zwar mit einem riesen Kopfschmerz auf, aber euch hat das Ganze irgendwie richtig beflügelt. Ihr fühlt euch frei. Der Baum der Wunder hat euch etwas gegeben, was ihr noch davor noch nie gehabt hattet. Und ihr fühlt euch stark. Ihr fühlt euch, als hättet ihr eine erweiterte Wahrnehmung. Und ihr seid in eurem nächsten Zug auf Wahrnehmung im Vorteil. Oho. Die absolute Wahrnehmung. Was Vogal euch, mit euch ist nichts. Also ihr seid einfach am nächsten Morgen eingeschlafen und bis zum nächsten Morgen eingeschlafen und dann war's das. Sind wir schon wieder wach? Ja, ihr seid jetzt wieder wach, die Party ist vorbei, ihr lauft jetzt wieder aus dem kleinen Wald raus. Sehen wir gar keine irgendwelche Überreste, die Feen liegen lassen haben? Nein, die sind sehr, sehr umweltbewusst, die haben alles mitgenommen, was sie auch hergebracht haben. Auch ihr seht euch auch um und ihr wisst auch nicht mehr, was der Baum der Wunder war. Aber ich weiß es noch, aber ich sag's nicht. Ich weiß es, aber ich sag's nicht. Oder? Ja, dann, ja gut, also wenn du es wirklich wissen möchtest, dann würfel doch mal auf. Ich kenne die Natur doch. Nature, ja, würfel mal auf Nature, auf Naturkunde. Sagen, so ein Stück Rinde mitnehmen wäre schon interessant. 11. Na, du weißt das nicht mehr. Da war ein Baum auf jeden Fall, der irgendwas... Da war es gestern zu dunkel und zu viel. Ich weiß aber leider nicht mehr, welcher Baum das war. Die tarnen sich eben immer, diese Bäume. Ach, es tut mir leid, Leute. Der Striptease von Belegol hat dich zu sehr abgelenkt. Oh ja. Aber Hut ab, Belegol. Was in seinem Hüftschwünge, der hier drauf hast. No tips don't lie. Wow. Wow, ich bin begeistert. Jahrelanges Training, mein Freund. Genug davon jetzt. Wir müssen weiter. Ihr lauft ein wenig weiter und plötzlich kommt ihr auf einen Weg. Und der Weg führt euch dann wieder Richtung Küste. Ihr hört dann auch irgendwann das Meer rauschen wieder. Und dann seht ihr eine kleine Koppel und auf der Koppel steht gerade ein Mann bei seinen Kühen. Und als er euch erblickt, winkt er euch. Ich wink zurück. Oh, du winkst zurück. Nur Belegol winkt nicht. Alle winken nur Belegol nicht und er sagt so, hey Leute, was wollt denn ihr hier draußen? Lieber Wirt, wir suchen nach Small. Verdammt, ich vergesse den Namen die ganze Zeit. Small Hafner. Ja, genau. Small Hafner. Er sagt dann so, Small Hafen sucht ihr? Ja, da seid ihr jetzt richtig.
Moment, ich komm mal runter. Und dann stapft der Typ runter und ihr seht jetzt, wie er aussieht. Er hat so blonde, kurze Haare, ein schiefes Lächeln, wenige Zähne im Mund und aber breite Statur. Hallo. Also, auf Smallhaven wollt ihr? Ja, wenn ihr dort noch ein paar Meter nach vorgeht, kommt ihr zu einer Weggabelung. Und wenn ihr dann die rechte Seite nehmt, kommt ihr nach Smallhaven nach ein paar Stunden. Ein paar Stunden? Okay, sehr gerne. Okay. Werte Herr, was machen Sie hier mit den Kühen? Ich bin Bauer, das sind meine Milchkühe. Milchkühe? Aber Sie achten natürlich auch drauf, dass es Ihnen gut geht, hoffentlich. Natürlich, also ich verhungere, bevor meine Kühe nichts zu essen haben. Diese Kühe sind die nettesten Kühe in ganz Smallland. Ich klopfe ihm auf die Schulter und gebe ihm ein bisschen Fisch mit und sag, hier, lieber Herr. Dankeschön, Herr. Oh, ich hatte schon lange keinen Fisch mehr, immer nur dieses Gras. Das denke ich mir, weil der Hafen ist ein bisschen weit entfernt und es wird Ihnen gut tun. Nehmen Sie das jetzt. Dankeschön. Hat er gerade gesagt, dass er Gras ist? Ja, ich hab gehört. Ja, natürlich. Nur, ich muss immer zuerst vorkosten, was meine Kühe essen. Also deshalb nehme ich immer jeden Tag so einen Löffel Gras zu mir. Könnten Sie das mal kurz demonstrieren? Ja, natürlich. Und er geht so auf alle Viere, beißt so einmal so kurz ab, kaut sehr offensichtlich mit seinen sehr wenigen Zähnen im Mund. Feinstes Saltwicker Gras. Mm. Aber Sie wissen, dass Kühe Wiederkäuer sind. Schmeckt das beim zweiten Mal auch noch so gut? Ich weiß es nicht, ich habe nur einen Magen. Aber Mister. Ich muss einfach nur prüfen, was meine Lonnie, Hilde, meine Betsy nicht... und meine Margarete so essen. Lonnie, mach dich nicht über den Herrn lustig. Ich mach mich doch nicht lustig. Ich stelle wichtige Fragen. Ich würde gerne was von dieser Milch probieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Herr, haben Sie einfach alle vieren ja, kurz, einen kurzen Moment, bitte. Betsy, komm mal her hier, wir haben Besuch. Und dann, so ein paar Sekunden später, trottet so eine Kuh zu euch hin. Die Kuh macht... Ich will die Kuh streicheln. Die Kuh wirkt zufrieden. Er nimmt so einen Krug von seinem Gürtel raus und fängt so an, Betsy zu melken. Die Kuh muht kurz glücklich und dann habt ihr wirklich ganz frische Milch. Und jeder von euch nimmt so einen Schluck und verdammt, das ist wahrscheinlich die beste Milch, die ihr jemals in eurem Leben getrunken hattet. Was? Du meintest doch, dass du dich mit Tieren verständigen kannst. Dann frag doch mal die Kuh, wie es ihr geht. Ob sie so glücklich ist. Liebe Bertha, wie heißt die Kuh nochmal? Betsy. Betsy. Liebe Betsy, geht's dir auch gut? Mach mal Animal Handling. Hab ich gar nicht, aber spiel das einfach aus. Also ich verstehe nicht, ich verstehe es nicht. Okay. Ah doch, ich hab +3, let's go. Ja, würfel einfach mal. Oh, ich hab 18. Also, du schießt ihr tief in die Augen, Betsy sieht dir tief in die Augen, sie macht... Oh, Betsy geht's richtig gut. Betsy, wirklich? Nein. Okay, Leute, das ist nicht für... Das auch noch? Betsy? Und was war davor? Oh mein Gott, okay. Nee, ja, das ist eine längere Geschichte, die ich euch unterwegs vielleicht erzählen werde. Aber Betsy geht's auf jeden Fall gut. Und das ist das Wichtigste. So, wir bedanken uns nochmal beim Bauern. Der, wie heißt? Ja, mein Name ist Torben. Torben, wir danken von Herzen. Genieße den Fisch und vielleicht begegnen wir uns wieder eines Tages. Und, bis bald. Aber eine Sache noch. Das mit Betsy muss aufhören. Er schwitzt so leicht und sagt so, solange es ihr gefällt, alles in Ordnung, würde ich sagen. Es war einvernehmlich. Ihr gefällt's nicht immer. Sie muss in Stimmung sein, Torben. Ich werde das nächste Mal beim Melken ein bisschen besser aufpassen. Danke. Ich spuck so ein bisschen Milch aus, komplett entsetzt und lass den Kuchen fallen und geh einfach weiter. Ich gehe auch und fange an, ein Lied über den Milchbauern zu komponieren, der seine Kühe etwas zu sehr liebt. Auf nach Smallhaven. Ja,
Ich klimper weiterhin mein schönes Ding. Was ihr da wieder reininterpretiert. Ja, echt so. Ich schau verwirrt und lauf den beiden hinterher. Versteh's nicht ganz. Ihr lauft jetzt einfach weiter und nach einigen Wegstunden findet ihr ein kleines Dorf mit ein Papieren und einem Anleger. Und der Geruch vom Fisch liegt in der Luft. Schon wieder. Und ihr kommt in diesen kleinen Ort und Brettern und Schwemmholz wurde ein kleiner Markt errichtet und die Verkäufer des Markts blicken grimmig und enttäuscht euch an. Die Tresen sind fast leer. Von einem guten Geschäft ist der Markt weit entfernt. Smallhafen an sich wirkt eigentlich eher bescheiden als pompös, aber ihr seht euch so um und entscheidet eigentlich, dass der Ort eher friedlich wirkt, aber dann letztlich doch leicht trostlos. Hinter den Ständen am Marktplatz befinden sich eine Taverne. Ihr Schild zeigt eine Krabbe auf einem Teller. Darunter steht in fetten Lettern zur krosteten Krabbe. Regie, du darfst Bild 34 ein. Ist das eine große oder kleine? Das 4:3 Format. Okay. Ich hoffe, die haben Pizza. Die wollte ich schon echt mal probieren. Pizza könnte ich jetzt auch vertragen. Welche Nummer war das nochmal? Die Nummer 34, wenn ich es jetzt recht habe. Ja, 34. So, wenn du das kurz machst, mach ich mal bei mir Licht an, weil bei mir wird es gerade immer dunkler. Hier stehen wir. In Smallhafen. Oh, mach noch die 37 zuerst. Okay. Die 37. So, bin wieder da. Passt das so? Hat sich was geändert? Ja. Vielleicht nicht, aber okay, dann ist es egal. Alles klar, ihr steht jetzt in Smallhafen vor dem Fischen. Eben, wollt ihr in die Taverne gehen oder wie? Ich würde sagen, erstmal Taverne. Belegol braucht sein Bier. Belegol nickt zustimmen. Bin ich einverstanden. Vielleicht finden wir ein paar Informationen. Die besten Infos gibt's immer in Tavernen. Ihr kommt rein und es ist eigentlich praktisch kein Betrieb. Und die Schankwirtin steht auch gerade nur so da und starrt ihre leeren Gläser an. Sie ist so in Gedanken verloren und als die Tür aufgeht, schaut sie so und so euch verdutzt an und so: Oh, Reisende! Ja, fantastisch! Ja, setzt euch da! Kann man. Natürlich, ich komme sofort zu euch hin. Hier, der beste Platz des Hauses. Kommt rein. Was werdet ihr gern zu trinken? Was darf sein? Für mich mit ohne Schüssel Wasser, bitte. Mit ohne Schüssel Wasser. Ja, kein Problem. Was zu Met sag ich auch nicht herbringen? Nein. Zu Met sag ich nicht nein. Ich schließe mich auch bei Met an. 1, 2, 3, 4 mal Met und einmal Wasser. Ja. Alles klar. Und kommt sofort. Bitte einen Moment. Ich möchte noch gerne einen großen Krabbe Burger, wenn Sie einen haben, in die Richtung. Ja, die Spezialität des Hauses, den Fleischfladen in zwei Broten, natürlich. Kommt sofort. Da habe ich schon sehr viel drüber gehört, den muss ich probieren. Die gerostete Krabbe ist die beste Krabbe, wenn es um Burger geht. sie schreit noch kurz so rein. Hey, yo! Peter, jetzt geht's los! Wir haben mal endlich wieder Kundschaft! Okay, der Ort scheint ziemlich verlassen zu sein, Freunde. Vielleicht bekommen wir noch ein paar Informationen von der Dame raus. Und. Wie sieht denn die Frau aus? Die Frau ist eine Mit-40erin mit so einem Pagenschnitt und hat ein Tuch auf dem Kopf. Ganz blaue Augen und so leicht schiefe Zähne, normal gebaut. Und sie kommt jetzt auch mit dem Met wieder zurück zu euch und stellt sie euch hin und gibt auch dem Wolf das entsprechende Wasser. Sagt dann auch noch zu Vaso: Hey, dein Junge, der sieht richtig prächtig aus. Schon lange keinen so schönen Hund mehr gesehen. Ja, Hund. Dankeschön vielmals, liebe Dame. Wie ist denn Ihr Name? Myrte, mein Name ist Myrte. Myrte? Ja. Das ist aber ein außergewöhnlicher Name. Dankeschön. Sie schmeicheln mir, junger Mann. Das ist eigentlich die Aufgabe von Lonnie. Ja, liebe Myrte, wenn ich jetzt schon so vorgestellt werde. Sag mal, wie kann eine so wunderschöne Stadt wie
wie diese hier. Wie kann hier so wenig los sein? Das Leben auf der Westseite ist ziemlich hart geworden. Niemand hat mehr ein Stück Fisch für Silber übrig, seit da die Süd-Saltwick-Handelskompanie sich an der Ostseite breit gemacht hat. Da verschluckt doch gerade die Muschel die Perle, sag ich euch. In wenigen Jahren war Smallhafen noch ein florierendes Fischerdorf und einige Jahre später kämpfen wir um die Existenz und ein paar Fische. Oh, er möchte mal denken, gut. Wisst ihr? Und sie fängt an zu plaudern. Wir waren mal der Lieferant für Fisch und nun kommt ihr daher. Seit Wochen die ersten Gäste. Waren denn die Schiffe bei euch oder bleibt euch auch der Sturm? Wir sind ein Fischerdorf. Also bei uns kommen keine großen Schiffe direkt in den Hafen. Ihr seht ja, wir haben nur einen kleinen Hafen hier draußen. Aber früher kamen große Boote her, legten vor der Küste an, nahmen dann kleine Boote raus und fuhren her. Wir luden den Fisch ein und sie brachten ihn dann in die ganze Welt raus. Aber wie sie fragten, es kommen auch bei uns aktuell keine Fischerboote und keine großen Boote raus. Und vor einem Monat hatten wir ein sehr schlimmes Unglück. Unsere besten Fischer sind umgekommen in einem fürchterlichen Sturm. Mein Beileid. Seitdem sind wir auch nicht mehr raus. Es ist einfach zu gefährlich. Es macht von hinten ping, 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 ping und eure Fleischbuletten sind fertig. Einen kurzen Moment bitte. Und sie bringt jetzt auch noch entsprechend 4 Teller mit so 2 Broten und dazwischen ist so seine Bulette. Und als du das erste Brot so wegnimmst, siehst du, wie so 2 so Salzgurken drin sind, die mit so Tomatenklecksen bekleckert sind, die so kleine Gesichter zeigen. Oh. Und ja. Er beißt rein und es schmeckt wirklich sehr gut. Wunderbar. Was? Wie schmeckt dir das Fleisch? Das ist Krabbenfleisch. Es ist ganz lecker. Meerestiere esse ich ganz gerne. Da ziehst du also die Grenze. Na dann den guten. Ich kann auch normales Fleisch essen, nur muss es von mir selbst erlegt sein. Die Tür schnellt auf und ein kleiner dicker Mann kommt rein. Billig. Dein Bruder? Nein. Also Peter ist, kommt. Er ist etwas bunt gekleidet und trägt ein Akkordeon bei sich. Mein Bruder? Und er kommt so rein und sagt: Oh, Myrte! Ah, schönen guten Tag! Wie ich sehe, haben wir schon ein paar Gäste. Ja, vortrefflich, vortrefflich. Und er kommt zu eurem Tisch und sagt: Oh, die Herren, wunderbar. Rebal Goldzung, mein Name. Ich bin ein wunderbarer Barde, der durch die Landen streift. Skaldenblut nennt man mich auch. Ein Bardenkollege, so. Ja, sind Sie eben auch Barde? Ich sehe ja die Laute, selbstverständlich. Hätten Sie Lust auf eine kleine Session mit mir am Akkordeon und Ihnen an der Laute? Ich bin etwas verletzt, dass Sie mich noch nicht kennen. Ich, Lonnie, der größte Bade und beste Bade, der je gelebt hat, aber sehr gerne. Würfel mal auf Auftreten, auf Performance. Okay, komm, das muss was. Hat bis jetzt so gut funktioniert. Ja, ich hab eine 20 gehabt, come on. Eine 19 plus, auf was? Performance oder was? Ja. Plus 7. Boah. Lonnie, den Barden? Nein, ich habe zwar noch nie von Ihnen gehört, aber Ihre Präsenz scheint wahrlich fantastisch zu sein. Absolut grandios. Wie wäre es? Darf ich die Ehre haben, mit Ihnen zu spielen? Gerne doch. Na, fantastisch. Los, ich würde sagen, wir legen gleich los, aber passen Sie auf. Philon, der Famose, spielte neulich ein Lied und alle fingen an zu weinen, dass uns das hier nicht passiert. Dabei war es ja nicht mal ein trauriges Lied, sondern eigentlich was ganz Fröhliches. Keine Sorge, ich hab ein paar lustige Lieder im Repertoire. Natürlich. Und fange an, das Lied über den Milchbauern zu singen, der seine Kühe etwas zu sehr liebt. Und er stimmt mit dem Akkordeon ein und macht so deinen Background-Gesang. Immer wenn du Milchkuh sagst, macht er Muuuu! Okay.
Und ihr spielt jetzt so ein kleines Ständchen und, ja. Und Birte klatscht so ein bisschen arrhythmisch dazu. Euch gefällt's auch, glaube ich, oder? Ja. Lonnie! Kommt drauf an, wie gut Lonnie spielt. Und jetzt, sehr gut. Da jetzt schon späterer Nachmittag ist, kommen auch einige andere Leute in die Taverne und sind so, oh ja, da spielt eigentlich gar nicht mal so schlecht und ihr legt noch ein paar Lieder drauf. Und nachdem ihr fertig seid, sagt so Rivald zu Lonnie, ja, werte Herr Lonnie, Lonnie, darf ich mich zu Ihnen setzen für einen Moment und noch einen Schluck Ambrosia mit Ihnen trinken? Wäre das in Ihrem Sinne? Von Bade zu Bade sehr gerne doch. Ja, natürlich. Sie scheinen mir ein fantastischer Musiker zu sein. Ich spendiere Ihnen auch noch eine Runde. Sie famoser junger Ach, Schwarm. Danke. Mirze bringt euch auch nochmal ein Gläschen mit und ihr beginnt zu reden. Und er erzählt noch dir noch einmal, dass ihn das mit Philon, dem Famosen, wirklich beschäftigen würde. Aber dass er auch das Gefühl hätte, er möchte einfach nur seinen Ruf ein wenig aufpolieren, damit er mehr Kunden generiert. Okay, und kann ich ihn fragen, also ich würde ihn fragen, warum da die Leute geweint haben, alle bei irgendeinem Lied, oder? Ja, oh ja, wir wissen das nicht. Plötzlich, er stimmte seine Laute an. Also man muss sagen, er hatte uns Bardenkollegen noch gesagt in Esterbrook, ja, er hätte ja da jetzt ein neues Lied und das wäre vortrefflich. Es wäre eine neue Sphäre an Musik und dann spielte er dieses in dieser Taverne und plötzlich weinten alle. Und niemand weiß warum, ihm selbst geht es auch nicht mehr so gut. Also ich kann es am besten Willen nicht sagen. Und er macht nochmal so eine ausschweifende Handbewegung und es dein Metglas, das vor dir steht, immer noch recht voll, kippt um. Und es rinnt dir in deinen Schoß. Nein. Okay, Habe ich irgendwas, um mich abzudecken? Habe ich irgendwie so einen Mantel, was ich schnell so über mich drüber legen kann? Ja, kannst du. Du hast ja immer so eine Jacke oder einen Mantel dabei. Aber deine Augen wechseln die Farbe. Und Rewald springt so plötzlich auf und erschreckt sich so. Oh, mein Junge, hatten Sie vorhin nicht doch eine andere Augenfarbe? Ach, was ist mit Ihnen los? Soll ich einen Heiler holen? Nein, da haben Sie sich bestimmt verschaut. Das kann nicht sein. Haltet es uns auch auf? Was? Ja, euch fällt das auf. Wir sitzen Lonnie, ja gemeinsam am Tisch. Was ist mit deinen Augen passiert? Du siehst richtig merkwürdig aus gerade. Ich glaube, die Milch war einfach nicht gut. Ihr habt zu viel davon getrunken. Milch und Baumrunde soll man nicht zusammen trinken und essen, lese ich gerade in meinem schlauen Buch. Das wird's wahrscheinlich sein. Ich würde das Geschehen, als es erwähnt wurde, sofort auf magische Vorgehensweisen überprüfen. Mhm. Ja, würfel einmal auf Arcana. Auf 15 plus Kunde. 2, ja, 17. Du hast nicht das Gefühl, dass es sich hierbei um eine Art Zauber handelt. Okay. Okay. Dann geht mein Interesse auch dann schon wieder schweifen weg, nachdem ich festgestellt habe, dass es sich nicht so magisches handelt. Boring. Und ich sag dann einfach noch ganz schnell, werte Freunde, werte Herr Baden-Kollege, ich glaube, die Luft hier drin ist etwas stickig. Ich glaube, ich brauche kurz etwas frische Luft. Und ja, sehr gut. Ich unterhalte dabei noch das Volk ein wenig. Und er geht jetzt auch irritiert weg und beginnt mit seinen Liedern zu spielen. Ich gehe halt schnell raus. So, dass du das stehst jetzt vor der Tür, also vor dem Inn. Und ihr anderen, ihr seid jetzt noch drin. Wollt ihr auch raus zu Lonnie oder möchtet ihr noch ein wenig in der kosteten Krabbe bleiben? Sehen wir noch was Interessantes? Die Wirtin hat uns eigentlich nicht viel Informationen gegeben, wo uns geholfen hat. Ich würde trotzdem gerne nochmal zur Wirtin einfach hingehen. Ja. Hat uns der andere Bade nicht erzählt, er hätte Skaldenblut? Ich glaube, wir sollten ihn vielleicht doch noch ein bisschen löchern. Können wir vorstellen, dass der vielleicht mehr weiß, als Preis gibt. Kann ich ganz kurz draußen? Ich hab eine Idee. Ich würde gern einmal Disguise Self machen und mich praktisch wieder normal aussehen lassen, dass das halt wieder keinem auffällt. Ja, du wirkst Disguise Self und... Okay, gut, dann komme ich auch wieder rein zu den anderen. Was kann das? Was kann das? Ich verwandle mich. Genau, Disguise Self ist eine Verwandlung. Wie sich selbst verwandeln, ja, und er kann... Verkleidet sich als sich. Ja, genau, dass ich wieder normal ausschaue. Alles klar. So,
Du kommst wieder rein und quasi atmest noch einmal auf. Und Drogal, du wolltest zur Mirze gehen und Mirze schenkt jetzt so ein paar Becher Bier aus und so sagt so: Darf ich noch was für den Herrn tun oder was brauchen Sie? Mirze, meine Liebe, wo finden wir denn den Bürgermeister dieses Dorfes? Den Bürgermeister einfach nur über die Straße rüber. Dort ist ein etwas größeres Haus. Dort findet ihr WK Graufischs Haus. Also WK Graufisch ist unser Bürgermeister. Vielen Dank. Wie viel schulden wir euch für Speise und Trank? Moment, vier gerostete Krabbenburger und vier Gläser Met. Das macht 4 mal 4, 16. 50 Silber für die ganze Truppe. Boah. Eigentlich ein guter Preis, glaube ich. Okay, ja, es geht so. Ich komme gleich wieder und ich gehe an den Tisch zurück und sage, dass wir, ja, wir sollten uns aufmachen, aber vergesst nicht, die Rechnung zu zahlen. 50 Silber, ich habe leider nicht das Geld dafür. Also wir haben noch 12 Gold und es kostet jetzt 5. Ja. Was, 5 Gold? Was? Ja, 50 Silber 50 sind 5 Silber. Gold. Ja. Ach so. Ja, also, ich glaube, wir sollten nächstes Mal. Auf doof gesagt, wenn 5 Gold eine Übernachtung ist und wir jetzt für 4 Leute gegessen haben, ne, dann ist es schon ein angemessener Preis, es ist jetzt nicht teuer. Finde ich, jetzt heute schon im Vergleich. Nächstes Mal davor ein normaler Preis. Ja. Es ist also wirklich. Nur weil ihr die überteure Rüstung gekauft habt. Also ich habe mein Bestes getan. Ich gehe zur Mitte und lege die 5 Gold auf den Tresen. Ja. Und würde dann nochmal bei dem anderen Baden vorbeilaufen. Und ihn fragen, ob er hier auf der Insel schon mal jemals einen Ork getroffen. Einen Ork haben sie getroffen? Also ob ich einen Ork getroffen habe? Moment, ich... Ja, natürlich, den einen oder anderen Ork trifft man schon in dieser Gegend, aber Orks kommen sehr, sehr selten auf Saltwick. Also, da handelt es sich dann schon um etwas speziellere Gesellen, würde ich sagen. Ich glaube, den letzten habe ich auch weiter östlich getroffen in Easterbrook oder in Freiwacht. Ich weiß es nicht mehr. Ich reise viel, mein Herr. Hat einer dieser Orks jemals eine große, besondere Axt getragen? Nein, an das kann ich mich nicht erinnern. Okay, danke trotzdem, mein Freund. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also, jederzeit. Ist eigentlich bei dem Preis, was wir fürs Essen zahlen, eine Übernachtung mit drinnen? Nee, ne? Nee. Die müssten wir extra zahlen. Okay. Ja, es ist schon zu spät, oder? Können wir da noch verhandeln? Wir haben ja noch nicht gezahlt. Das Essen. Ich habe schon gezahlt. Eigentlich zu dem Fixpreis. Also, da. Okay. Ey, wir müssen jetzt wieder bei allem rumhandeln. Man kann auch mal jetzt einfach ein Essen kaufen, ohne sofort wieder alles rumzuhandeln zu müssen. Wir haben eigentlich nicht so viel Geld oder Gold. Unsere Bank macht langsam Bankrott. Ja, weil das sollten wir weniger in Restaurants. Saufen. Weniger saufen. Die letzten Male haben wir umsonst gesoffen. Gut, dann würde ich sagen. Was sagt denn die Uhrzeit? Also was ist die Tageszeit circa? Circa 18 bis 19 Uhr momentan. Also die Sonne ist praktisch schon fast untergegangen. Dann würde ich sagen, suchen wir uns einen Schlafplatz und. Wollten wir nicht noch den Baden fragen, wo der andere Bade war, der alle zum Weinen gebracht hat? Gute Idee. Lass zum Baden gehen. Gut, ja. Ihr geht nochmal zu Rival und so. Genau. Ihr meint viel an den Famosen. Also das letzte Mal, als ich ihn getroffen habe, war er in Easterbrook. Er reist aber natürlich auch viel wie alle Skalden und alle Barden eigentlich. Immerhin müssen wir ja auch unser Geld damit verdienen. Ich kann euch nicht genau sagen, wo ihr ihn jetzt findet. Also, dass ich ihn in Easterbrook getroffen habe, ist schon einige Wochen her. Der könnte überall sein. Wie heißt der nochmal ganz kurz, dass ich mir aufschreiben kann? Leon der Famose. Okay. Freunde, habt ihr noch Fisch als Proviant dabei? Wir brauchen. Nee. Wir vier. Frage ich jetzt in die Runde. Wir sind 2 Tage gereist, glaube ich. Also eigentlich. Wie viele Tage waren wir unterwegs? Ja, so 2 Tage. Seit 2 Tage ungefähr. Ja, dann für morgen einen Tag. Und dann. Dann müssen wir vielleicht noch was zusätzlich kaufen für Haki. Ja, dein Wolf kann schön selber jagen gehen. So nicht, mein Lieber. Der ist doch schon groß und stark. Der bekommt auf jeden Fall alles zu essen.
Aber du bist doch, du kennst dich doch im Wald aus. Warum gehst du nicht einfach in den Wäldern von Salzwig? Nicht in den Wäldern von Salzwig. Ein Wald ist noch ein Wald. Nein. Viele Bäume, bisschen Moos. Noch ein große Krabbe, größeren Krabbenfleisch pur. Ist das ein bisschen günstiger vielleicht? Ohne. Ja, ich kann euch auch das Fleisch von gestern geben, wenn es für den Hund ist. Nein, nicht das von gestern, das von heute. Ja, ja, okay, ja, macht 12 Silber. 12 Silber? Hä? Wir haben 5 gezahlt. Okay, 12. Passt, wir zahlen's. Gib ihnen das Geld, Belegol. Hä? Wir haben für Burger weniger gezahlt mit mir. Ne, 12,50. So gesehen, oder? Wir haben 5 Gold gezahlt, oder? Warte, wir haben für 4 Met und 4. Ich glaube, es zahlt oder zahlt es nicht. Wir zahlen es jetzt, wir zahlen es. Wir haben doch noch Zeit, ich bin dafür, dass wir selber jagen. Da waren noch Kühe. Wir können aber Haki ist schon geschwächt durch den Ritt. Wir müssen auf jeden Fall. Ja, du hast selber eine Waffe, Belegol ist eine Waffe. Nein. Wir kriegen doch bestimmt irgendeine Rehe. Wir müssen unbedingt den Haki füttern. Ich persönlich sehe nicht ein, warum wir ein Mahlzeit kaufen müssen, wenn wir es auch so kriegen können. Für Ja, das hätten wir ja vorhin auch sehen können. Wir sind eine demokratische Gemeinschaft, wir stimmen dafür. Zahl selber oder mach was anderes. Ja. So fangen wir also an. Ich bin schon dafür, dass wir heute das Essen für den Hund kaufen können, für den Wolf. Aber ab jetzt sollten wir öfter mal jagen gehen. Ja. Okay. Passt, okay. Bank bezahlt. Weil langsam wehrt sich die Bank. Ja, ich zahle das Essen. Ja. So einen schwachen Haki mitschleppen ist auch so eine Sache. Der Hund hat doch bis jetzt noch nichts gemacht. Und jetzt knurrt er dich an. Und er ist nicht so klein, er ist groß. Der Hund hat sich bis jetzt aber auch noch nicht über mich lustig gemacht. Ich schau Lonnie an. Gut. Ich würde mal kurz den Baden was fragen wollen. Mich? Rewald. Okay. Ja. Nicht den Baden, den guten. Hallo, ich hab voll gut performt. Ja, das stimmt schon, du hast schon ein paar Mal jetzt gut hingelegt. Ja, also ich bin ein guter Bade. Start-Image des schlechten Badens ist abgelegt auf jeden Fall. Danke. Rewald, als du warst da, als das Lied, das alle zum Wein gebracht hat, gesungen wurde. Also, da, ich war nicht selbst persönlich dabei. Ich war da schon in Esterbrook in einer anderen Kneipe am Musizieren. Okay, gut, danke. Das hat mir auch meine Frage schon beantwortet. Ja, gern geschehen, gern geschehen. Gut, dann brauchen wir ein Zimmer für die Nacht. Ja. Aber davor gehen wir noch jagen, oder? Wir gehen jetzt jagen, let's go, komm. Haki ist heiß drauf. Nachts jagt man doch, also geh mal jagen. Ja. Ihr geht vor die Tür. Und gerade als ihr aufbrechen wollt, hört ihr nur so von der anderen Straße seit: meine Herren, wartet bitte kurz. Mit wem haben wir das Vergnügen? Und es kommt so ein alter, gebrechlicher Mann daher. Regie kann man das Bild 23 auch hier einbetten, geht das? Zusätzlich? Ja. Wie kommt das schon hin? Oder sonst machen wir einfach Bild 1 und 23, also auch kein Problem. Ja, jedenfalls kommt der alte Mann dahin und sagt so: ihr seid doch die Wanderer von denen alle hier sprechen, die jetzt in unser Dorf gekommen sind. Mein Name ist Weka Graufisch. Schön, dass endlich wieder mal ein paar Besucher in unser kleines Dorf kommen. Das Leben ist hart, müsst ihr wissen. Hat vorhin nicht schon... Irgendwie kam der Name doch vorhin schon mal, oder? Das war der Bürgermeister, ja, ne? Ja, ich bin der Bürgermeister, ja, Bürgermeister dieses Ortes. Kommt in meine bescheidene Stube. Seid mein Gast. Ich lade euch herzlichst ein, bei mir heute Abend zu nächtigen. Ja, dazu sagt man nicht nein. Das nehmen wir. Wir haben zwar nicht viel Platz, aber kommt rein, weil ich habe eine Bitte an euch. Und ihr folgt ihm in sein Haus rein. Mhm. Pekas Anwesen ist ein bisschen größer als das von den anderen. Es ist auch quasi gleichzeitig das Bürgermeisterhaus und ganz schlicht eingerichtet mit ein paar Fellen an der Wand. Und ihr setzt euch dann an den Tisch und er sagt so: Oh, danke schön, dass ihr vorbeigekommen seid. Wollt ihr etwas Fisch kaufen oder weshalb seid ihr hier?
Wir sind eigentlich nur auf der Durchreise. Tatsächlich, okay. Ja. Nach, ja, wie heißt die große Stadt? Ester? Nee. Esterbrook. Esterbrook. Ah, oh, Esterbrook, ja, ja, die Hauptstadt der Insel. Alle wollen sie immer nur in die Hauptstadt ziehen. Aber hätten wir den besten Heilbutt der Stadt, der Insel, nein, der ganzen Welt. Diese kleine Bucht da draußen war ideal für den Fisch, sag ich euch. Große Schiffe fuhren extra mit ihren Booten an und haben dann sie auf kleine Boote weitergetragen, sodass sie unseren besten Fisch weit, weit raus über die nördlichen Salzsee raustragen konnten. Doch jetzt können wir froh sein, wenn ein paar Kinder satt werden. Schrecklich, diese Zeiten. Schrecklich. Ah, übrigens hättet ihr gerne etwas zu trinken. Verzeiht meine Wie sieht's denn innen? Wie sieht's denn innen? Was macht es für uns einen Eindruck? Schäbig. Also, richtig schäbig, okay. Ja. Und runtergekommen. Runtergekommen, ja. Man merkt okay. Einfach, da ist jetzt doch schon einige Zeit kein Geld mehr reingeflossen. Okay. Also, wenn ihr jetzt euch an Haus Meergang zurückerinnert, das waren einfach ganz andere Dimensionen. Wir fragen ihn, ob der, lieber Herr, kennen Sie den Herrn Meergang aus Westfurt? Natürlich! Varian, ein alter Freund, ich habe ihn schon in Kindertagen gekannt. Wir standen sogar zusammen mal auf dem Schlachtfeld. Seine ersten Schlachten und meine letzten, sage ich euch, wirklich ein großartiger Krieger. Ich sehe meine trüben Augen, ihr seid ja Ehrenbürger von Westfurt. Ganz ja, genau. Da habe ich wirklich mit großartigen Menschen zu tun, wie es scheint. Gibt es etwas denn, was wir für Sie tun können, wenn Sie uns schon übernächtigen lassen? Ja, wenn ihr so fragt, das Motto unserer Region ist, das Land bringt den Weizen und der Hafen bringt den Fisch. Gemeinsam in Einklang. Doch momentan leiden wir einfach große Not, weil der Hafen keinen Fisch bringt. Viele Männer sind nämlich vom heftigen Sturm vor 25 Tagen ertrunken. Deshalb bitte ich euch, holt doch die Vorräte aus dem Land, von den nahegelegenen Bauernhöfen, sodass wir wenigstens noch ein bisschen überleben können. Wir können leider keine Menschen mehr in diese Richtung schicken, weil wir selbst kaum mehr die Kraft haben, den Weizen zu holen. Habt ihr dann gerade vor, die zu überfallen? Ihr habt immer noch nicht gesagt, was ihr trinken möchtet. Ich brauche nichts, danke. Ich sag mal ein Glas Met für uns. Natürlich, Met. Dreimal Met, wie es scheint, gut. Und er ruft so nach hinten. Leila, bring 3 Met vorbei, wir haben Gäste. Und dann dreht er sich wieder zu euch hin. Also meine Herrschaften, die Bauernhöfe sind außerhalb von Smallhaven. Sie sind kaum zu verfehlen. Ihr werdet sie dann schon finden, wenn ihr uns helfen möchtet. Es ist sehr, sehr geehrter Herr. Graufisch, ne? Ja. Graufisch, ja. Ich schlag doch gerade nicht etwa vor, dass wir die Bauernhöfe überfallen sollen, nur damit ihr was zu essen habt. Nicht überfallen, meine Herr, nein. Sie verstehen das falsch. Okay, Gott sei Dank. Wir haben einen Vertrag mit Ihnen. Man müsste nur den Weizen abholen. Gewaltlos, okay. Nehme ich an. Ja, gewaltlos. Ich kann Ihnen auch die Vertragsdetails niederschreiben. Sie müssten dann nur mit dem Pamphlet zu denen gehen und bekommen die entsprechenden Säcke. Habt ihr den Kutschen oder was Ähnliches? Ja. Was? Kutschen oder Ähnliches? Ja, Sie bekommen morgen eine Sackkarre. Eine Sackkarre? Eine Sackkarre. Ja, oder eine größere Karre. Eine größere, so mit einem Esel vorne gespannt. Okay. Und jetzt kommt eine junge Frau daher, mit so silbernem Haar, silbergrauem Haar und einer ganz zierlichen Figur, einer kleinen Nasen- und Sommersprosse. Und sie stellt euch so den Met hin und sagt so, bitteschön die Herren, falls sie noch etwas wünschen, ich stehe bereit für sie. Ist das ein Bild? Gibt's ein Bild? Oder keines? Ja, es gibt ein Bild. 26? Das ist die Nummer 26. So, ich ziehe direkt meine Schleimschuhe an. Ja. Wunderschöne junge Dame. Wieso setzen Sie sich nicht zu uns und... Ist da noch Platz irgendwie neben mir? Natürlich. Ja, dann klopfe ich auf den Tisch oder Stuhl oder sowas. Wenn ich Sie nicht störe, dann... Ach, dann Sie... Sehr gerne, ja. Wie kann ein so schönes Antlitz jemanden stören? Ja, ich setz mich zu ihr. Und ich klopf so neben mich.
Und sie ist, also sie wirkt sehr, sehr schüchtern. Und wie? Ja, sie schaut dich jetzt auch so. Showtime. Ja, genau. Jetzt komme ich. Wo ist der Luststoff? Und ja, und Mika sagt so: Ja, meine Herren, in dem Fall kann ich auf Sie zählen. Wie sieht das aus? Ja, wir machen das. Ich könnte ja auf uns zählen. Ich versuche was zu übertönen. Okay. Selbstverständlich machen wir das. wir, die tapferen Krieger, werden natürlich alles tun, damit es dieser wunderschönen Stadt wieder besser geht. Und dass sie einen neuen Frühling erleben kann. Man sieht schon, dass ihr Ehrenbürger von Westfurt seid. Wahre Helden, tapfere Krieger. Selbstverständlich. Nun, ich habe oben die Zimmer. Ein paar Zimmer für euch bereitgestellt. Ihr könnt euch dort einquartieren, wenn es euch beliebt. Ich bin nun müde, ich werde schlafen gehen. Kommt am Morgengrauen wieder zu mir und wir werden alle weiteren Modalitäten besprechen. Okay, ich gute Nacht, gewährter Herr Graufisch. Und ich schaue die junge Dame an. Holde Maid, wie ist ihr Name? Schreck, wenn ich frech fragen darf. Laila Graufisch. Und Sie sind die Enkelin? Ja, genau, ich bin die Enkelin. Und was macht ihr hier so? Habt ihr eine gewisse Aufgabe, oder? Ja, also ich helfe meinem Großvater bei den Geschäften. Ihr seht ja, er ist schon alt und kann dann auch nicht mehr so gut lesen. Und seit einigen Wochen, also ich lebe noch nicht so lange bei ihm, übernehme ich die Geschäfte. Denn es kann sich natürlich nur noch um Wochen handeln, Monate. Vielleicht ist dann auch mein Großvater nicht mehr da und irgendjemand muss ja dann das Dorf übernehmen und ich bin da wahrscheinlich dann gefragt. Immerhin bin ich ja ein Graufisch. In so einem jungen Alter schon so viel Verantwortung. Meinen tiefsten Respekt. Ich frage Layla, wie alt sie ist. Ich habe 22 Märzen hinter mir. Lang. Und dann klopfe ich doch auf die Schulter von Lonnie und sag, du mit deinen 25 jungen Jahren. Ja. Werte Layla, wie steht ihr zu Musik? Mögt ihr Musik? Gefällt euch die Kunst der Poesie? Ich bin der Musik nicht abgeneigt, mein werter Herr. Aber sie haben sich noch gar nicht vorgestellt. Ich kenne überhaupt ihre Namen noch nicht. Mein Name ist Lonnie. Ich bin Bade. Wohl der beste Bade, den das Land hier wohl je gesehen hat. Meine Begleiter sind Drogal, Was und Belegol. Tapfere Kameraden. Wir sind sehr enge Freunde geworden. Hoch erfreut. Ich hoffe, Entschuldigung, Haki bitte auch erwähnen. Gute Zusammenarbeit. Also, es würde mich wirklich sehr schätzen, wenn Sie Smalhafen einen kleinen Gefallen tun könnten. Sehr gerne doch. Und würde es Sie stören, wenn ich Ihnen ein kleines Lied, welches ich selbst komponiert habe, vorspiele? Sie schaut zu dir auf. Nein, das ist nicht nötig, mein Herr. Ich möchte Ihnen nicht weitere Umstände machen, die Sie eh schon mit uns haben. Genießen Sie den Abend noch. Ich bringe Ihnen auch gerne noch einen Krug mit. Ich packe trotzdem meine Laute aus und fange an, so gut wie es geht, ein wunderschönes Liebeslied. Würfel auf Performance. Mir schütteln alle den Kopf. Och, Lonnie. Okay, jetzt kommt's drauf an. Also, wenn er anfängt zu spielen, egal, das ist also da, ich stehe auf und gebe ja, wortlos. Ich auch. Ja, ich mich an. Alles einfach. Tschüss. Jetzt okay, 16 plus 7. 16 plus 7. Sie ist wirklich beeindruckt von einem lauten Spiel. Okay, sehr gut. Und ihr anderen geht gerade alle weg? Ja. wir lassen die mal. Ihr seid jetzt mit den... du bist jetzt mit ihr allein. Okay, ja, ich spiele ihr noch ein paar Lieder vor. Wie reagiert sie drauf? Ihr gefällt's. Okay, dann würde ich jetzt gern auf Wahrnehmung würfeln, weil ich habe jetzt den Bonus auch drauf, wie meine Chancen bei ihr sind. Tut mir leid, das ist ein Motiv erkennen. Inside. Ah! Okay, Mist. Lonnie ist horny. Würde ich trotzdem gerne versuchen, auf Inside zu gucken. Ah, 7 plus 3. Du siehst durchaus, dass sie, also du erkennst in ihrer Körpersprache, dass sie nicht abgeneigt ist von dir. Okay, dann setze ich mich wieder, oder ich sitze ja noch neben ihr, ja. Leg meinen Arm um sie und sag, was,
Was denkt ihr, was ist draußen in der weiten Welt? Was denkt ihr, gibt es für Geheimnisse außerhalb der Stadtesgrenze oder der Inselgrenze? Geheimnisse. Wahrscheinlich sind die Menschen mit der unerträglichen Leichtigkeit des Seins konfrontiert, die sie tagtäglich beschäftigen wird. Ein Konstrukt aus einer Frage aus dem Sinn des Lebens und einer Überlegung, wohin einem das Leben führt. Ich denke, auf Ihre Frage gibt es nur eine Antwort, und zwar: in der Weite dieser Welt liegt wohl die Angst ihrer Bevölkerung. Und die ist viel zu intelligent für dich, Lonnie. Ja, ich denke mir auch gerade, oh Gott, wie soll ich darauf antworten? Du machst es mir nicht leicht. Okay, ich, wie heißt sie nochmal? Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Boah. Ja, ich bin hier gerade voll am Denken. Ich bin voll am Denken. Laila. Okay, Moment, ich schreibe mir das jetzt mal auf. Kommt so dumpf durch die Tür. Laila. Genau, alles auf so einem Lausch. Laila, wenn ihr Interesse habt, ich kann auch ein paar Lieder meiner Heimat für euch spielen. Dann könnt ihr einen kleinen Eindruck bekommen, wie es so bei uns ist. Würfel noch einmal auf Performance. Okay, das muss es jetzt werden. Dieser Lorny. 15 plus 7. Du blickst dir nochmal tief in die Augen und sie sagt so: Ich würde gern euer Lautenspiel vielleicht nachgetaner Arbeit morgen hören. Let's go. Okay. Ich pack mal Lautes so schnell ein wie möglich und. Ich würde sagen, wir treffen uns morgen dann bei Sonnenuntergang einfach am Fischmarkt und wir können ja dann weiter besprechen. Morgen, aber du weißt, oder sie wissen doch, wir müssen auf eine Mission. Wir sollen ja das Dorf. Ja, Männer ihres Formats, ihr schafft das sicher. Ihr habt das bis zum Mittag sicher locker erledigt. Na gut, ich werde mein Bestes geben. Ich verspreche euch hoch und heilig, ich werde zu gegebener Stunde vor Ort sein. Kommt gedämpftes Applaudieren. ihr legt euch hin, ihr schlaft in den Strohbetten und ihr fühlt euch ausgeruht am nächsten Tag. Frühmorgens klopft WK bei euch an die Tür. Meine Herren, es geht los. Ich habe den Esel schon bereitgestellt. Bitte kommen Sie raus und helfen Sie uns. So, und ich, los, Jungs, auf geht's. Wir müssen los. Wir haben einen Job zu erledigen. Zack, zack, geschlafen wird später. Auf geht's. Und ich stopp schon direkt los. Ja. Ihr geht jetzt los raus auf außerhalb der Stadt. Ihr findet tatsächlich die Bauernhöfe sehr schnell. Und ihr geht dann zu einem Bauernhof hin. Und ihr findet dort einen etwas älteren Bauern, der euch auch empfängt. Also weder herzlich noch irgendwie abneigend begrüßt, sondern er begutäugt auch einfach nur skeptisch und sagt so: Was wollt ihr denn hier? Hat euch Wecker geschickt? Werter Herr, wir sind hier, um das Getreide einzusammeln. Wir können es, mir wäre es lieb, wenn wir es kurz und schmerzlos machen. Bitte gebt einfach das benötigte Getreide ab. Dankeschön. Wir haben selbst Schwierigkeiten momentan mit den Weizenfeldern. Ernteausfälle, Hagel, Frost, Insekten. Dieses Jahr war schlecht für uns. Ihr müsstet vielleicht noch das letzte Herbstgetreide selbst ernten. Sonst müssen nämlich wir verhungern. Wir können euch aus der Kornkammer nämlich nichts geben. Also ihr schlägt vor, dass wir jetzt das Weizen selber ernten oder das Korn selber ernten. Ja, natürlich. Wie viel Arbeit ist das? Drogal, wie sagst du das? Also
Also ich würde es dann ja nicht einschüchternd, aber auch nicht freundlich. Neutral. Wie wär's, wenn ihr das einsammelt? Ihr seid die Bauern und wir nehmen das aus dem Kornspeicher. Ja, gut, also nein, nein. Wir haben selbst noch so viel Arbeit zu tun. Wir bauen selbst das Korn dann ab, während ihr auch mit abbaut. Also ihr habt hier nichts davon, wenn wir einfach das Zeug abbauen. Vor allem kostet es auch Zeit, sehr viel Zeit. Wir müssen heute aber noch zu weiteren Bauern. Okay, ganz kurz. Billigold, kannst du mir einfach kurz 2 Silber geben? Vielleicht kann ich ihn damit ein bisschen bestechen. Danke, ist fast 2 gleich, Silber ist fast gar nichts. Ja, weißt du, ja, aber vielleicht kann ich ihn überzeugen. Ich bin nicht begeistert von der Idee, Geld dafür auszugeben. Dann nicht. Mein Herr, muss ich Sie darauf hinweisen, dass Sie vertraglich gebunden sind, dieses Korn auszuliefern. Okay, versuchst du ihn zu einschüchtern oder zu überzeugen? Ja, okay. Einschüchtern. Würfel mal auf einschüchtern, also auf... Wobei, ich muss ehrlich sagen, es ist eher überzeugen. Ich will ihm keine Angst machen. Nein, mach mal einen Intimidation-Check. Okay. Du bist ja nämlich doch eine sehr imposante Figur. Also du wirkst schon gleich bedrohlicher, da du ja schon ein Halbock bist. 7 plus 4, 11. Ja, aber bleibt unbeeindruckt. Also ja. er hat seine rechte hängende Gesichtshälfte und dann zuckt nur ganz kurz mit der linken und... Dann würde ich... Er zeigt nur so auf die Dreschflegel und sagt so, meine Herren, bitte. Dann würde ich es gern versuchen, mit einem Zauberspell Calm Emotions, also ja, Gemüter beruhigen. Inzwischen fange ich schon an, das anzupacken. Und ich würfel mal mit einem W20er. Was? Und du kannst Calm Emotion zaubern, ja. Okay, Moment, ich muss das jetzt nochmal, weil ich das noch nicht so... Das geht jetzt wieder mit einem... Genau. Ich muss jetzt diesen Spellcheck wieder machen, ne? Ja, mit 3. Einem W20. Ja. Was hat da? 3. Okay. Ich hab... Ich schau schnell selber nochmal kurz. Ich bin handwerklich nicht so begabt, Leute. Aha. Ich hab nur eine 3 gewürfelt. Okay, du kannst 3 Säcke Getreide rausmachen. Okay, ja. Lonnie, was hast du gewürfelt? 1 ganz dumme Frage als Nicht-Bauern-Experte. Getreide threshen, was muss man genau machen, damit man das Getreide aus dem Pflanzen kriegt? Genau, ja, richtig. Also es ist schon geschnitten und alles, ihr müsst einfach nur dreschen quasi, dass es rausfällt, dann nimmt man es auf und gibt es in Säcke und dann... Also die arbeiten jetzt schon alle, oder was? Ja, genau, die sind... Nee, ich hab nur aus Interessant gefragt. Ach so. Ja gut, dann brauche ich mein Spell eigentlich nicht machen. Doch, kannst du durchmachen. Ja, okay, also ich habe dann nicht. Ich hab's mich jetzt nur interessiert. Ja. Ich hab schon gewürfelt, ich hab eine. Was war's? Eine 15 hatte ich plus. Ich muss einen Weisheitsrettungswurf ablegen. Also. Achso, ja. Okay. Ich habe einen Natural 20, also er bleibt okay. Einfach. Das, ja, ihm interessiert das eigentlich relativ wenig. Okay. Ich bin überhaupt nicht begeistert, dass wir jetzt hier selber arbeiten müssen. Ja. Und lass das auch, pack zwar mit an, aber ich lass das bei der Arbeit ziemlich raushängen. Okay. Würfel auch mal mit einem W20er. Bellego, du musst das positiv sehen. Du kannst die ganze Zeit das Weizen auch essen. Ich hab eine 14. Ich muss aber auch sagen, irgendwie fühlen sich meine Muskeln heute schwacher. Weiß auch nicht, woher das kommt. Wie viel Getreidesäcke hattest du nochmal? Was? Wie viel Getreidesäcke 3 hast du? 3 hat er, glaube ich. Hat er, okay. Ja. Ich würde gerne einfach zum Kornspeicher gehen. Ich schließe mich Drogal an. Ja, also ich würde einfach ohne Worte zum Kornspeicher gehen und schauen, was da drin ist. Gut, dort ist Korn drin. Wie viel Korn? Also ist es wirklich so, dass es für die Bauern gerade so langt oder ist es mehr, als er behauptet hat? Ihr seid ja keine Experten auf dem Gebiet, aber ihr vermutet, dass es gerade so für den Winter für sie reicht, diese Menge. Ja, okay, gut. Dann begebe ich mich jetzt zu den anderen 2 und fange auch an mit anzupacken. Ja, dann würfel auch mit dem W20er. Ich nehme das Korn aus dem Kornspeicher und fange an, es in Säcke zu laden. Gibt's irgendeinen Bonus auf irgendwas? Nein, einfach nur ein ganz normaler W20er. Okay, dann 9. Okay, ja. Boah, ich habe richtig verkackt.
Bin ich gerade stärker als du? Ja, du hast mehr Säcke zusammengetragen. Gut, Drogal, du fängst an, die Säcke ab. Genau, also ich probiere heimlich quasi die Arbeit mehr oder weniger zu umgehen. Du versuchst heimlich? Dann ja, genau, ich möchte einfach zwei Säcke einfach umfüllen, nehmen, während die anderen arbeiten und dann damit zum Wagen gehen. Dann mach das mal, ja. Würfel mal auf Stealth. 18 und 0. Okay, also 18. Du schaffst es sogar, 4 Säcke einfach abzuzapfen und legst sie auf den Karren und dann kommt der Bauer wieder zu euch hin und sagt so: In dem Fall ist eure Arbeit getan, ihr habt also 30 Säcke geschafft, gut so, also damit sollte eigentlich Smallhafen versorgt sein. Was sagt die Uhrzeit? Jetzt ist zu Nachmittag. Haben die sich jetzt auch was weggenommen oder haben die... Nein, die haben selbst gearbeitet, also da ging nichts weg von eurem. Okay, also das, was wir gerade erwirtschaftet haben, auch wir bekommen, und das, was die abgetragen haben, haben die bekommen. Ja. Okay, ja, gut. Ja gut, dann gehen wir wieder zurück in die Stadt, oder? Wir haben noch Wichtiges vor. Ich setze mich hinten mit auf den Wagen drauf und lass mich zurückfahren. Okay, ich stimme schon mal mit meiner Laute paar versaute Lieder an. Alles klar, ja, das geht auch gut, macht ihr. Und ihr kommt jetzt zurück und es ist jetzt so früher Abend und WK bedankt sich recht herzlich. Dankeschön, Dankeschön, dass ihr hier wunderbar meine schönen Weizensäcke gebracht habt. Tausend Dank, ihr seid der Grund, dass Smallhafen nicht verhungern wird. Das haben wir gerne gemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir helfen immer Leuten, die es benötigen. Sehr gerne. Ja. Okay, ganz kurz, wann hatte ich das Treffen mit ihr das abends? Das war das, ne? Am Abend, bei Sonnenuntergang. Ja, genau, am Mittag. Okay. Also das ist jetzt ja so langsam, ne? Ja, genau. Also du kannst dich jetzt so ready machen dafür. Genau, ich verabschiede mich schon mal, geh noch kurz ins Bad, mach mich frisch, nimm vielleicht noch ein bisschen Parfüm mit. Okay. Und ich frag Belegol. Strüpp ich ein und geh raus. Ich frag Belegol. Du, Belegol, wie wär's, wenn wir jetzt einfach ein bisschen jagen gehen in den Wäldern? Das klingt nicht schlecht, aber ich würde gerne den Bürgermeister noch fragen, ob nicht ein kostenloses Abendessen für uns drin ist in der Kneipe. Ganz kurz, jeder jagt eine andere Beute. Okay, weiter geht's. Ich kümmere mich schon um euer Abendessen, keine Sorge. Kommt einfach dann zu gegebener Zeit wieder zurück und ihr bekommt bei mir ein entsprechendes Mahl. Ja, wunderbar, dann sollten wir jagen. Ja, lasst uns jagen gehen, damit wir der Stadt nicht noch mehr Proviant abziehen müssen für unsere Reise. Ja, ihr bekommt auch noch vom WK den offiziellen Schein, dass ihr jagen gehen dürft in den naheliegenden Wäldern. Und ihr zieht aus. Lonnie, du hast dich frisch gemacht und triffst jetzt Layla in einem schönen grauen Kleid am Marktplatz an. Und sie sagt so: Lonnie, ich habe euch schon erwartet. Kommt mit. Wir gehen zum Hafen. Und ihr lauft so ein paar Meter, geht Richtung Hafen und dann zeigt sie auf so ein kleines Ruderboot und sagt so: Lonnie, komm, wir fahren zum Leuchtturm. Von dort hat man einen wunderschönen Ausblick. Können wir da nicht auch hinlaufen? Das ist doch viel romantischer als über das Wasser. Der Leuchtturm ist auf dieser kleinen Insel und sie zeigt auf die Insel dort draußen mit dem Leuchtturm. Verdammt! Okay, ja gut, ich gehe mit ins Boot. Und ich helfe ihr ins Boot. Ja, okay, ein wahrer Gentleman. Ein wahrer Gentleman, selbstverständlich. Ja. Und du fängst an zu rudern und jetzt würfel mal auf Geschicklichkeit. Scheiße. Okay, das heißt, ich kann meinen eigenen Bonus damit reinnehmen, nicht Dexterity. Genau, richtig, ja, den Dexterity-Bonus, ja. Okay. 17 plus 1. Ja, du kannst geschickt rudern und kommst wirklich trocken an dem Leuchtturm an. Und sie sperrt den Leuchtturm auf und sagt so: geht hoch. Und du laufst die Wendeltreppe hoch und kommst dort oben an. Dort flackert dieses Leuchtturmlicht vor sich hin und sie folgt dir. Bin ich weit vor ihr da oder sind wir so mehr oder weniger gleichzeitig? Ihr geht gemeinsam hoch und jetzt seht ihr auch den weiten Ozean und die untergehende Sonne. Ein wunderschönes Spektakel tut sich auf. Ja. Sie sagt so: Das hier ist
mein Lieblingsplatz. Das ist der Grund, warum ich auf keinen Fall diese Stadt verlassen kann. Das kann ich verstehen. Dieser Ort ist wunderschön, fast so wunderschön, wie ihr es seid. Ah, Lonnie, ihr habt magische Worte und ein noch magischeres Lautenspiel. Habe ich meine Laute dabei, ja, ne? Ja, du hast sie okay, dabei. Dann würde ich sie gleich auspacken und das romantischste Lied, was mir einfällt, mit leicht versautem Inhalt, so subtil. Du weißt, was du zu tun hast, Performance. Ja. Okay, also es läuft bis jetzt echt gut. Ich habe wirklich Angst. 15 plus 7. Die schmilzt dahin, als du ein romantisches Lautenspiel auspackst, klimperst okay. Und sie... Lonnie, ihr seid ein Mann von derartiger Güte, Noblesse und spielerischem Kalkül. Ich kann kaum glauben, dass ich so einen Mann hier in Smallhaven jemals antreffen würde. Ihr seid wahrlich ein Recke. Ich hätte auch nie gedacht, so eine holde Maid wie sie hier anzutreffen. Und ja. Wisst ihr, was einen bescheidenen Baden, wie ich es bin, am glücklichsten machen würde? Und zwinker ihr so zu. Siehst du, ja. Nochmal Performance. Ja, nein, danke. Ja. Und ihr, sie nimmt dich in die Arme und ihr umschlingt euch. Du beginnst sie Let's zu liebkosen. Go. Und Let's fucking go. Ziehst ihr das Kleid aus, sie öffnet deine Hose und deinen Wams und in der untergehenden Sonne gebt ihr euch euren Gelüsten hin. Yes. Würfel jetzt oh Gott, mal auf. Nein! Würfel mal auf Stärke, auf Strength. Okay, wilder Wurf. Wilder Wurf in dem Kontext. Nein, ich hab minus 1 auf dem Scheiße. Okay. 18 minus 1. Der Würfel ist gut. Alter. Der ist richtig gut. Du stemmst sie gut hoch. Du hast keine Probleme. Du schaffst es, sie entsprechend mit verschiedenen Möglichkeiten in Wallung zu bringen. Würfel jetzt auf Geschick. Gott, ey, machst du das bei Ihnen? Du provozieren, dass ich es verkacke, oder? Oh Mann, du machst mich fertig. Du spielst mit meinen Nerven gerade. Du spielst mit meinen Nerven. 18 plus 1! Deine Hände und dein Geschick als Barde, man nennt Barden ja nicht umsonst Goldzungen, beflügeln sie wahrlich. Sie ist im siebten Himmel, leichtes Keuchen geht von ihr aus und du kommst zum finalen Akt. Würfel doch noch auf Konstitution. Oh shit, okay. Ah, da habe ich auch minus 1, das geht jetzt böse aus. 15 minus 1. Und als du mit ihr fertig bist, keucht sie nur kurz auf und sagt, Lonnie, ich will dich weiterhin an meiner Seite haben. Bitte bleib hier. Bitte bleib hier. Werte Leila, ihr wisst, wie es ist. Als Bade hat man nirgendwo einen Heimatsort, aber ich verspreche euch, ihr werdet für immer hier einen Platz haben. Und du legst dich hin mit ihr und genießt die Nacht. Währenddessen sind Drogal, Beligol und Quas yes! am Jagen. Und ihr seid in den Wäldern. Ich hab's geschafft. Die Sonne geht unter. Würfelt mal auf Investigation. Ja, Wolfi, bin ich auf 9. Ich brauch deinen Würfelglück, heute geht nicht. Ja. 15. 13. Was du als Ranger findest natürlich die entsprechenden Stellen, wo sich das Bild aufhält. Oh. Und ihr verfolgt eine Fährte und im Dickicht erkennt ihr plötzlich ein Reh. Also ich habe meine Beute erlegt. Ich weiß nicht, wie ihr das schafft. Kacke beginnt zu knurren. Dort vorne, Leute. Da muss ein Reh oder ein Hirsch sein. Haki reagiert extrem auf die. Oh
Ich würde gerne helfen, aber ich glaube, sobald ich was mache, ist das danach nicht mehr essbar. Okay, das ist nicht der Jäger. Ja, ich versuch's mal. Und dann laufe ich da vor. Du laufst. Würfel mal auf Schleichen. Ja. Schleichen ist. Stealth. Ah, hier. Oh. 14. Du hast es geschafft. Du kannst dich in die entsprechende Reichweite schleichen. Spannst du deinen Bogen Ja. Und schießt los? Okay, gut. Was sehe ich? Was sehe ich aber? Du siehst das Reh. Schon Reh, okay. Ja. Ich versuche einen 1er-Schuss. Das sind sie recht. Mit einem B20er. Alles klar. Es war auf 20, ist weitergerollt auf die 2. Der Pfeil schießt entlang. Und das Reh schreckt auf, sieht dir in die Augen und beginnt wegzuhoppeln. Ja, Haki sprintet nach. Yes, Haki-Time. Dann würfel mal mit Haki auf Konstitution. Sehr gerne. So. Er hat plus 1. Ah, weißt du schon, okay. Ja. 4. Haki schafft es aber leider nicht mehr, das Reh zu bekommen. Er kommt traurig zu dir zurück. Wie weit ist es weg? Sehr weit mittlerweile. Also jetzt ist es schon total außer Reichweite. Ah, okay. Schade. Okay. Ja, ich schaue ihn nur... Ich bin nicht sauer, was. Ich bin enttäuscht. Ach. Dann mach jetzt es besser, mein Lieber. Es wird wahrscheinlich sein, dass es ein verzaubertes Reh war. Also so ein extrem agiles Reh habe ich noch nie gesehen. Wir sollten vielleicht unseren Jagdkünsten das nächste Mal probieren, das Reh zu uns zu locken. Ja, wahrscheinlich ist das die bessere Lösung gewesen. Ja. Gibt es noch weitere Tiere im Wald? Nein, ihr findet auch keine und ihr geht jetzt demoralisiert zurück zu Weka. Der erwartet euch mit einem leckeren Eintopf. Und Nonni... Ja. Ist noch nicht zurück und ihr legt euch dann irgendwann mal schlafen und am nächsten Morgen, als der Hahn das erste Mal kräht, kommt dann Lonnie und Leila kommen zurück. Lonnie grinst breit und ihr wisst, was passiert ist. Und WK kommt zu euch zum Frühstückstisch und sagt so: Meine Herren, vielen, vielen Dank, dass ihr unser Dorf gerettet habt. Doch es gibt ein weiteres Problem. Ein sehr großes sogar. Sie werden Urgroßvater. Ja gut, das habe ich schon erwartet. Irgendwann wird es einfach Zeit. Der kam oder warte. Okay. Also. Während ihr weg wart, schickte die Südsaltwick Handelskompanie eine Botschaft an mich und er zeigt euch so das Pamphlet. Eine Annexion der Fanggebiete und die daraus folgenden Nutzungsgebühren für Smallhafen. Wie viel ist es denn? Die wollen uns wirklich in den Ruin treiben. Ich habe schon ein Antwortschreiben geschrieben, dass wir nicht kapitulieren werden, dass wir eher sterben werden als unsere. Oh, meine Kamera fällt aus. Okay, ich mach's aber noch schnell audiomäßig weiter. Dass wir uns nicht dem beugen werden, sondern dass wir weiterhin Seite an Seite kämpfen, bis wir sterben. Meine Gefährten, seid ihr bereit, das mit uns zu tun? Ganz ehrlich, mein Freund, was sind die Konsequenzen? Das ist euer Krieg eigentlich. Was haben wir denn davon? Ihr müsstet in erster Instanz nur einfach mal die Botschaft an Pavel Mirenius bringen und ihm einfach überbringen, dass wir nicht kapitulieren werden. Ihr müsst euch fürs Erste auch nicht in diesen Streit einmischen. Es würde uns aber schon viel bedeuten, wenn wir so repräsentative Männer wie euch, Ehrenbürger von Westfurt, dorthin schicken könnten, einfach um die Nachricht zu überbringen.
Ja gut, das sehe ich selbstverständlich. Ein. Das machen wir auf jeden Fall. Den Armen und Schwachen sollte man immer helfen. Vor allem gegen eine so große Macht. Wo ist denn dieser Pavel? Pavel Mirenes befindet sich in Südsaltwig. Auf der anderen Seite der Bucht. Also komplett in eine andere Richtung, wo wir gerade sind. Ja, also quasi ihr müsst einfach gehen Osten. Okay. Ja, Osten liegt auf unserem Weg, mein Herr. Einen Brief sollten wir mitnehmen können. Aber wartet nicht, dass wir Schwerter kreuzen in euren Namen. Schwerter kreuzen. Blonny. Ich hab's mir auch gedacht. Ich hab da was in meinem Beutel. Vielen Dank, dass ihr wenigstens das für uns übernehmt. Hier bitte. Und hier ist doch 2 Tage Proviant. Ein bisschen Weizen für euch, dass ihr es gut nach Südsaltwig schafft. Ja, ich nehme den Brief. Ist da irgendwie ein Siegel drauf? Oder? Ja, es ist ein Siegel von Westford oben, ein Fisch. Entschuldigung, nicht von Westford, pardon, von Smallhaven. Mhm. Und zwar eine Muschel ist im Siegel drin und er übergibt euch das in einem Brief, wirklich sehr formell, und sagt, wie gesagt, Pavel Mirenius heißt der Magistrat von dort. Geht bitte zu ihm. Wie ist die Ortschaft nochmal? Wie ist die Ortschaft nochmal? Südsaltwig heißt die Ortschaft. Okay. Pavel Mirenius heißt der Magistrat, zu dem ihr das bringen solltet. Okay, gut, danke. Er befindet sich im Hauptgebäude der Südsaltwig Handelskompanie. Die befindet sich, soweit ich mich erinnern kann, am Hafen der Stadt. Ganz kurz, ist Laila eigentlich gerade noch irgendwas? Die ist ja auch irgendwann im Haus gerade, ne? Die ist so verschwunden auf ihr Zimmer rauf und... Okay, dann ich stehe kurz auf und sage, ich habe noch ganz kurz etwas zu klären, meine Freunde. Ich komme gleich wieder. Ich verschwinde hoch. Du gehst hoch und hörst leise Schluchzen. Genau, ich gehe zu ihr rein und sage, werte Laila, ich muss leider aufbrechen. Ich werde hoffentlich bald zurückkommen. Ich hoffe, ihr werdet mich nicht vergessen und... Komm. Bis bald. Bitte, Lonnie, verlass mich nicht. Ich wäre so traurig, wenn du stirbst. Ich wüsste nicht, ob ich noch dann dieses Smallhaven vernünftig regieren könnte. Schaut doch meine Freunde an. Die würden alles für mich tun. Die beschützen mich. Auf Teufel komm raus. Ich hoffe es so sehr. Und nun lebt wohl. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und geh so langsam rückwärts aus der Tür raus. Sie küsst dich noch einmal sanft und schließt die Tür. Ich schließe die Tür und... Ihr packt eure Sachen und brecht nach Südsaltwig Hafen aus. Es ist ein 2-Tage-Marsch bis dorthin. Und als ihr in die Nähe der Stadt kommt, hört ihr einfach 2 Wachen, die euch entgegenkommen. Unvorstellbar, dass dieses Kaff noch vor ein paar Jahren eine abgewrackte, nichtssagende Stadt war und nun eines der wichtigsten Handelsplätze von ganz Saltwick ist. Was diese Südsaltwick Handelskompanie hier getrieben hat, wirklich, wirklich bewundernswert. Und als ihr dann näher kommt, seht ihr die großen Stadtmauern von Südsaltwick. Und damit endet unsere heutige Geschichte. Unsere lieben Freunde, unsere Gefährten sind nach Smallhaven gekommen und haben Smallhaven ein wenig unsicher gemacht. Davor waren sie aber noch auf einer richtig, richtig guten Feenparty mit ordentlich und da haben sie ordentlich die Sau rausgelassen. Bonnie hatte das erste Mal so richtig Glück bei Frauen und sie haben Smallhaven einen wunderbaren Dienst erwiesen. Nun stellt sich die Frage, was sie in Südsaltwig erwartet. Das und mehr erfahrt ihr aber dann in der nächsten Folge. Wir bedanken uns noch einmal recht herzlich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt See, Salz und Sünde. Ich hoffe, euch hat heute Abend unsere kleine Unterhaltung gefallen. Vielen Dank noch einmal an unseren Zeichner, der das Ganze möglich gemacht hat, dass wir jetzt kleine Avatare bei unseren Bildern haben. Auch noch einmal vielen, vielen Dank an Taiyajin, den Rösti, den Schwimp und den Skathead, dass ihr mit mir zusammen das Ganze durchgespielt habt heute.
Nun wünsche ich euch einen schönen Abend und bis bald.